بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. الحمد لله حمدا كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. Ich bezeuge, es gibt niemanden, der mit Recht angebetet wird, außer Allah subhanahu wa ta'ala. Und ich bezeuge, dass Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sein Diener und Gesandter ist. Und ich sage meinen Geschwistern, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Beziehungsweise, wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Und ich bitte Allah subhanahu wa ta'ala, al-ikhlasa fil qawli wal amal. Und ich bitte Allah subhanahu wa ta'ala um die Akzeptanz, al-qabul, und dass er uns den Tawfiq schenkt, und uns beisteht bei dem, was wir sagen, hören, lernen und verinnerlichen. Inshallah wollte ich heute wieder über ein paar verschiedene Themen sprechen, so dass wir inshallah alle davon profitieren, indem wir uns Wissen aneignen über verschiedene Sachen, Fragen, die immer wieder kommen, und wie ich schon gesagt habe, dass ich gerne einfach einige Fragen, die mir so hier und da gestellt werden, dass wenn ich sehe, dass die eine oder andere Frage nützlich ist für die Allgemeinheit, weil es auch vielleicht Fragen sind, die öfters gestellt werden oder so, dann mag ich das gerne hier im Vortrag inshallah zu behandeln, diese Themen oder diese Fragen auf diese Art und Weise zu beantworten, sodass inshallah die Muslime oder wir oder viele inshallah davon profitieren und nicht nur der oder die fragende Person. Barakallahu fikum. Und ganz kurz inshallah zu dem Vortrag gestern, Jazakumullahu khairan. Der Bruder, der gestern, der Mann, der junge Mann, der gestern ganz kurz noch live gegangen ist, Michael, ja, der interessiert war am Islam, Alhamdulillah Rabbil Alamin, wir heißen ihn herzlich willkommen, ist in unserer Umma von Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, der hat gestern in der Nacht noch den Islam angenommen und hat die Shahada gesagt, und ich habe gerade kurz mit ihm gesprochen, er hat Alhamdulillah auch heute schon alle Gebete verrichtet. Alhamdulillah, möge Allah subhanahu wa ta'ala von ihm annehmen und möge Allah uns und ihn standhaft machen in der Religion und uns als sterben lassen als Muslime. Macht inshallah auch Dua für ihn, inshallah, dass Allah ihn standhaft macht und uns alle. Wa jazakumullahu khairan. Ich wollte das inshallah nur mitteilen, vielleicht der eine oder andere war vielleicht auch dabei und wollte es wissen oder würde sich freuen, und deswegen inshallah wollte ich es euch kundtun. Alhamdulillah, der ist, wir haben einen Bruder mehr in der Umma von Muhammad sallallahu alaihi wasallam, und da inshallah komme ich jetzt zu den Themen. Jazakumullahu khairan. Also, ich hatte verschiedene Themen angesprochen, ich weiß jetzt gar nicht alles, was da steht, aber auf jeden Fall Nummer 1 ist, ich gehe nicht nach der Reihenfolge, aber nee, brauchst du nicht, barakallahu fikum. Warum sagt man immer, möge Allah uns als Muslime sterben lassen? Weiß es jemand? Ja, der Einzige, der es weiß, ist Allah. Wir wissen das nicht. Deswegen machen wir einfach Dua. Wir machen Dua, dass wir auch als solche sterben, weil wir haben ja keine Garantie dafür. Und wie auch immer, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Nummer 1. Und das ist vielleicht anknüpfend zu dem Vortrag auch gestern mit dem Thema, was wir schon hatten, mit dem aktuellen Thema, was in Frankreich passiert und die Karikaturen etc. Aber ich habe als Thema geschrieben, ich glaube als letzten Punkt, sie lieben den Propheten, nee, sie sind Sünder und Freveler, aber sie lieben und verteidigen den Propheten. Ja, nützt es ihnen? Nützt es ihnen? Wir sehen auch heute zum Beispiel nur oft, wenn der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam und die islamischen Heiligtümer angegriffen werden, sei es der Koran und besonders jetzt auch zum Beispiel den Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wenn er angegriffen wird, so sehen wir, dass dann zum Beispiel Leute auf die Barrikaden gehen, ihren Unmut, ihren Zorn zeigen, und dann sehen wir oft, dass es vielleicht Leute sind, die wirklich
ja, überhaupt gar keine praktizierenden Muslime sind oder Muslime sind, die vielleicht jetzt Muslime sind, sie beten oder sie fasten oder beten, fasten, was eigentlich normal ist für einen Muslim als Minimum, sage ich mal. Aber im gleichen Augenblick, sie sind zum Beispiel drogenabhängig oder sie trinken Alkohol oder machen andere Sünden, ja. Und da ist es vielleicht auch wichtig zu wissen, ist das überhaupt, nützt es ihnen? Ja, nützt es einen Menschen, der ein Sünder ist, ein Fasir, ein Fajr, ja, ein Frevler, einer, der große Sünden vielleicht sogar macht, nützt es ihm, dass er, ja, dass er hier die Liebe zum Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam zeigt und ihn verteidigt, ja, ganz gleich, ob das, was er dann tut, richtig oder falsch ist, ja, abgesehen von dieser Sache. Und da ist, liebe Geschwister, da können wir anhand einiger Hadithe, können wir das direkt, Ton ist weg bei allen oder nur bei einer Person jetzt, Ton ist weg, ansonsten mache ich WLAN aus, wenn es hier an meinem WLAN liegt, mach mal WLAN aus, überall. Kann es noch jemand bestätigen oder ist es nur bei einer einzelnen Person? Ton ist da. Okay, khair inshallah, dann mache ich einfach weiter. Okay, also, wir haben zum Beispiel den Hadith, liebe Geschwister, vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, dass ein Sahabi, jazakumullahu khairan, ein Sahabi, und zwar sein Name ist Abu Mihjan, ja? Abu Mihjan radiallahu anhu, ein Sahabi. Er war dafür bekannt, dass er, jazakumullahu khairan, öfters Alkohol getrunken hat. Ja, öfters Alkohol getrunken. Er hat eine Schwäche gehabt, ja, weil der Alkohol, wie wir alle wissen, und wie es aufgezeichnet ist im Koran, wurde ja etappenweise verboten gemacht und nicht auf einmal direkt komplett haram gemacht, sondern etappenweise, Stück für Stück, ja. Und da gibt es auch den bekannten Hadith von Aisha radiallahu anha, dass sie gesagt hatte, wenn Allah azza wa jalla den Alkohol direkt verboten hätte, oder das Trinken des Alkohols, ja, direkt verboten hätte, so hätten es viele nicht geschafft, so hätten viele das nicht unterlassen, ja, weil viele von ihnen waren Alkoholiker, ja, und deswegen ein Grund dafür, dass es Allah azza wa jalla es ihnen leicht gemacht hat, er hat es etappenweise gemacht, und das ist im Koran verzeichnet, dass das ja nie, zuerst wurde in ihnen ja nicht komplett Alkohol verboten, sondern beziehungsweise gab etappenweise, und eine Etappe davon, die zweite Etappe war zum Beispiel, dass sie nicht betrunken zum Gebet kommen. Das heißt, sie haben zum Beispiel nach Aisha getrunken, ja, dass sie nach Aisha getrunken haben, dass sie morgens wieder, ja, das war etappenweise quasi, wurde es verboten, bis es dann für sie reduziert wurde, ja. Sie haben dann zum Beispiel, die waren Alkoholiker, sie haben Tag und Nacht getrunken, und dann wurde das reduziert, Stück für Stück wurde das dann etappenweise, Stück für Stück etappenweise, wurde das dann verringert, sodass sie weniger getrunken haben, und dann war es dann am Ende, und der Iman natürlich auch gestiegen ist mit den guten Taten und den Gebeten, und dann, als der Iman gestiegen ist, etc., hat Allah azza wa jalla es komplett verboten. Und dann ist auch bekannt, dieser Hadith, dass dann, als das Verbot kam, ja, waren die Straßen in Medina, ja, überall voll mit Wein und Alkohol, ja, weil dann, als das Verbot kam, hat es jeder weggekippt, ja, warum? Weil der Iman war schon, ja, fest in ihrem Herzen, und die Liebe Allah azza wa jalla gegenüber, war so stark, dass sie dann das direkt aufgegeben haben. Das war für sie dann kein Problem mehr, ja. Und deswegen die Sahaba radiallahu anhum, die es dann getrunken haben vorher, als es noch nicht komplett verboten war, sie haben natürlich auch keine Sünde begangen, weil es auch noch nicht haram war. Aber das war jetzt nur ganz kurz zu dem Thema. Aber das, was wir wissen, liebe Geschwister, Abu Mahjan radiallahu anhu, ein Sahabi, der hatte Schwäche gehabt in diesem Zusammenhang mit dieser Sünde. Und der hat auch, nachdem es haram war, hat er trotzdem Alkohol getrunken. Und es ist überliefert, dass er öfters zum Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam gebracht wurde, weil er Alkohol getrunken hat, und er wurde gepeitscht. Er hat eine gerichtliche Strafe bekommen,
ja, vom Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, und er wurde gepeitscht. Er hat Peitschenschläge bekommen als Strafe. Und dann ist das nicht einmal oder zweimal passiert, sondern öfters passiert. Bis das, als er einmal kam, da hat ein Sahabi ihn verflucht. Er sagte dann, La'natullahi alayhi, ma akthara ma yu'ta bihi ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dann hat ein Sahabi hat ihn verflucht. Er hat gesagt, verflucht seist du. Wie oft wirst du gebracht zum Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam und du wirst geschlagen mit dieser Sünde? Nach dem Motto, schämst du dich nicht, ja? Er hat das eigentlich so gemeint. Was hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam dann dazu gesagt, liebe Geschwister, was sehr, sehr wichtig ist für uns zu wissen? Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, hey, stopp, verfluche ihn nicht. La tal'anhu. La tal'anhu. Fawallah, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat sogar darauf geschworen. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat darauf geschworen, er sagte, ich bezeuge, er liebt Allah und seinen Gesandten. Dieser Sahabi, subhanallah, der diese Sünde begeht, er betet und fastet und macht Jihad fi sabilillah und ja, ist ein richtiger Sahabi, ein starker Sahabi im Allgemeinen. Aber er hat eine Sünde begangen quasi. Ja? Und was hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesagt? Er liebt Allah und seinen Gesandten und er hat sogar darauf geschworen. Ja? In anderen Überlieferungen, seid nicht, unterstützt nicht den Shaitan gegen euren Bruder. Ja? Unterstützt nicht den Shaitan gegen euren Bruder. Sondern Nasiha geben und, ja? Und ja, hier gibt es bekannte Hadithe in diesem Zusammenhang, was Alkohol angeht und auch wie er dann Tauber gemacht hat letztendlich und dann komplett damit aufgehört hat und die bekannte Geschichte auch von Qadisiya. Und so weiter. Wie auch immer, liebe Geschwister, barakallahu fikum, wir wissen, ja, von diesem Hadith, von anderen Hadithen, dass es Sahaba gab, die Sünden gemacht haben. Ja? Und, in einem anderen Hadith auch, wo ein Sahabi, dann gefragt hat, ich habe mich jetzt gerade daran erinnert, aber ich kann jetzt die Geschichte noch nicht komplett wiedergeben. Ist mir jetzt nicht komplett im Gedächtnis, deswegen, aber es war so ungefähr, dass einer kam und ich glaube, der hat gefragt nach Yawm al-Qiyama. Und dann hat er, wann ist Yawm al-Qiyama? Da hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesagt, ma a'adatta laha. Ja, wann ist Tag der Auferstehung? Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat darauf gar nicht geantwortet. Ja, weil wann ist der Tag der Auferstehung? Erstens, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam weiß das nicht, Jibril weiß das nicht und keiner weiß es außer Allah. Wie es auch oft steht im Koran. Ja, niemand weiß, wann die Stunde ist. La yujalliha li waqtiha illa hu. Ja, niemand weiß es außer Allah, also wann Yawm al-Qiyama anfängt, der Tag der Auferstehung. Aber der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam wollte gar nicht darauf antworten, weil es unwichtig ist. Aber er wollte uns eine Lektion geben, ja, was ist viel, viel wichtiger als den Zeitpunkt zu wissen von Yawm al-Qiyama. Er sagte, ماذا أعددت لها? Was hast du vorbereitet für den Tag der Auferstehung? Der Sahabi sagte, ما أعددت لها كثير من أعمال. Ich habe dafür nicht viel vorbereitet an Taten. Außer, إلا أنني أحب الله ورسوله. Außer, dass ich vorbereitet habe, dass ich Allah und seinen Gesandten liebe. Und dann sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam zu ihm was? Al-mar'u ma'a man ahab. Ja, der Mensch wird mit dem sein am Tage der Auferstehung, den er liebt. Er wird mit dem sein, den er liebt. Ja, und es gibt viele, viele solche Hadithe, liebe Geschwister, barakallahu fikum. Und deswegen, es gibt noch andere schöne Geschichten in diesem Zusammenhang. Es gibt eine andere Geschichte, die ich eigentlich auch erzählen wollte, aber ich habe ehrlich gesagt, erwähnen wollte, aber ich habe das auch nicht so den Vortrag in dem Sinne auch irgendwie vorbereitet, aufgeschrieben oder so, deswegen fällt mir jetzt gar nicht ein, welcher Hadith das war, den ich da unbedingt erwähnen wollte. Wie auch immer, ist kein Problem, inshallah. Ich denke, dass das ja trotzdem angekommen ist, die Botschaft angekommen ist. Das heißt ja nie, dass wie der Sahabi, der Alkohol getrunken hat, Abi Mihjan, radiallahu anhu, oder andere Sahaba, die zum Beispiel auch
eine Sünde gemacht haben oder schwach waren in einer bestimmten Hinsicht, aber trotzdem ihnen die Liebe zu Allah und seinem Gesandten für sie eine Errettung ist. Ja? Und deswegen, liebe Geschwister, ist es wichtig, dass wir wissen, dass die Liebe zu Allah und seinem Gesandten, ja, natürlich gibt es dafür auch Beweise. Ja? Einer, der Allah und seinen Gesandten liebt, es gibt Leute, bei denen ist es nur ein Lippenbekenntnis. Er sagt, ich liebe Allah und seinen Gesandten. Er betet nicht, fastet nicht, er ist schlecht zu seinen Eltern, Lügner, Betrüger, ja. Das ist ein Lippenbekenntnis, das ist gelogen und erlogen, ja, und das bringt ihn auch nicht weit, ja. Aber es gibt Leute, sie lieben Allah und den Gesandten, und sie sind aber vielleicht schwach. Die Schwester, die vielleicht noch nicht stark genug ist dazu, sich zu bedecken, ja. Der Bruder, der vielleicht nicht stark genug ist, um vielleicht, sagen wir mal, in der Moschee zu beten oder Fajr in der Moschee zu beten und aufzustehen und rauszugehen in den Morgenstunden, wo es vielleicht kalt ist und schwer ist, allein vom Bett aufzustehen in der Zeit und die Waschung zu nehmen, sind schwer. Ist aber nicht schwer für denjenigen, für den es ein Genuss ist, zu beten, und ein Genuss ist, in der Moschee zu beten. Ja, für manche ist es ein Genuss, für die anderen ist es ein Dschihad. Ja, er kämpft. Ja. Und für andere ist das kein Dschihad, für die anderen ist das Paradies. Ja, er genießt es, aufzustehen und rauszugehen und in der Moschee zu beten und Koran zu hören mit der Jamaa. Das ist natürlich alles, bei dem einen ist das eine Gnade von Allah, ein Geschenk für Allah, und der andere kämpft, und am Ende wird es auch für ihn eine Gnade und eine Gnade und ein Paradies sein. Ja, auch wenn er sich bemüht und kämpft, ja, weil am Ende des Tages Allah wird ihn dafür mit, inshallah, mit dem Paradies belohnen. So wie es der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesagt hat. Aber trotzdem, wenn wir es im Allgemeinen sehen, liebe Geschwister, so sehen wir daraus, es ist nützlich im Allgemeinen, wenn du Allah und seinen Gesandten liebst, weil es nicht anders sein kann, dass du den liebst, der dich erschaffen hat, der dich ins Dasein, ja, geholt hat, nachdem du nicht da warst, ja. Er hat dich ins Dasein gerufen. Und er hat dich in die, oder er hat dich existierend gemacht. Ja, du existierst, obwohl du nicht Existenz oder nicht existiert hast. Ja, du hast nicht gelebt, und er hat dir Leben geschenkt. Und er hat dich gemacht zu dem, was du bist. Und die meisten Menschen, ja, egal wie, Muslim, Käfer, egal, die meisten Menschen lieben sich ja selbst. Ja, ihre eigene Seele und sich selbst. Ja, das, was du bist und das, was du kannst und das, worauf du stolz bist, all das kommt von Allah subhanahu wa ta'ala. Ja. Kraft, schön, egal was, ja, egal was du kannst, egal was du geschafft hast in deinem Leben, alles was du hast, alles was du kannst, alles deine Kinder, die du liebst, alles ist von Allah subhanahu wa ta'ala. Deswegen, wie geht das anders? Wie geht es, außer dass man seinen Schöpfer liebt? Ja, weil er hat dich gemacht, und alles das, was du liebst und was du hast, hat er für dich gemacht und dir gegeben, subhanallah. Und deinen Gesandten, sallallahu alaihi wasallam, sein Wort ist Muhammad und Ahmed, ja, sein Wort schon lehrt uns, dass er derjenige ist, der gelobt wird. Und er ist lobenswürdig. Ja? Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sein Name beinhaltet schon diese Eigenschaft. Er ist lobenswürdig, weil er der beste Mensch ist und den besten Charakter hat. Und eine Barmherzigkeit ist für dich und für deine Familie und für die Menschheit. Und eine Barmherzigkeit ist und für dich der Wegweiser und dein Navigationssystem ins Paradies. Dein Wegweiser zu Allah subhanahu wa ta'ala. Ja? Er zeigt dir, wie man ins Paradies kommt. Ja? Wir beten ihn nicht an. Wir beten ihn nicht an, aber er ist trotzdem ein Sebab dafür und der größte Sebab dafür quasi, dass du ins Paradies gelangen kannst und den Weg ins Paradies und für deine Glückseligkeit, für den ewigen Frieden ist ja durch ihn quasi, ja. Und deswegen, wie kann man ihn anders als lieben? Wenn du zum Beispiel einen Menschen liebst, warum liebst du ihn zum Beispiel sehr? Deine Mutter, dein Vater zum Beispiel oder im Allgemeinen einen Menschen? Weil er besondere Charaktereigenschaften hat. Ja, er ist großzügig zu dir, er gibt dir, er beschützt dich, er macht für dich dieses und jenes. Daraus entsteht natürlich Liebe, ja, wegen seinem Charakter. Und all die guten Charaktereigenschaften, die es gibt, alle zusammen sind komplett vereint in dieser Person, Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Deswegen, wie kann man ihn anders als lieben? Und letztendlich ist es ja auch eine Bedingung des Islams. Du kannst gar nicht Muslim sein, wenn du Allah und seinen Gesandten nicht liebst. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala uns die Liebe zu Allah und seinen Gesandten
verstärken in unserem Herzen und standhaft machen, bis wir Allah Azza wa Jal und seinen Gesandten, bis wir zu Allah zurückkehren und inshallah mit dem Gesandten Allahs sallallahu alaihi wa sallam zusammen sein werden. Denn der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sagte, Hadith Anas radiallahu anhu, al-mar'u ma'a man ahab. Und Anas radiallahu anhu sagte, Wallahi, wir haben uns über nichts anderes so sehr gefreut, wie über diese Nachricht. Über die Nachricht, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sagte, jeder Mensch wird am Tage der Auferstehung mit denen sein, die er liebt. Deswegen, wehe dir, dass die Liebe zu einem Mushrik, zu einem Kafir, einem Sänger, einem Hollywoodstar, einem Fußballer oder egal was, wehe dir, dass du einen Kafir, einen Mushrik viel liebst. Ja? Dass du ein Fan bist von einem Mushrik, einem Sänger. Und im gleichen Augenblick ist deine Liebe in deinem Herzen zu Allah und seinen Gesandten und Abu Bakr und Umar und Uthman und Ali schwach. Wehe dir. Das ist eine wichtige Sache, liebe Geschwister, weil der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sagte, Al-mar'u ma'a man ahab. Der Mensch wird mit denen sein, die er liebt. Derjenige, der die Herrscher liebt, Sisi, Mohammed der Sechste und den Präsidenten und den König, möge Allah bewahren. Ja? Möge Allah bewahren. Derjenige, der Musiker liebt und verrückt ist nach irgendwelchen Kuffar, möge Allah bewahren. Ja. Was für eine heiraten will und die Käfer haben. Ich trinke mit rechts, ja. Ich werde fast jeden Tag darauf angesprochen. spiegelverkehrt. Also, wenn jemand eine Frau heiraten will, aber sie ist Kafira, sie ist keine Muslima. Ja, allgemein darf man das ja nicht. Man darf das ja nur, wenn sie Christin oder Jüdin ist. Ja. Man darf ja keine Kafira heiraten. Nein, Juden. Eine Jüdin oder Christin. Ja, aber auch mit Bedingungen. Auch mit Bedingungen muss man aufpassen. Besonders auch. Das ist so in der Scharia, weil sie eine Jüdin oder Christin, der Mann, eine muslimische Frau darf keinen Juden oder Christen heiraten. Aber ein muslimischer Mann darf eine Jüdin oder Christin heiraten. Ich weiß, zum Beispiel, dass ich sage, man darf keinen Käfer oder so lieben. Ja. Ach so, das meinst du, weil man keinen Käfer lieben darf, in dem Sinne. Okay. Diese Liebe, die ist zum Beispiel auch von jemand, der konvertiert ist zum Islam, ja, und jemand, der ist konvertiert, er liebt seine Eltern, er konvertiert zum Islam, ja, er wird ja trotzdem seine Eltern weiterhin lieben, ja, aber das ist eine Liebe, die erlaubt ist. Warum? Weil das eine natürliche Liebe ist, ja, diese Liebe, zum Beispiel wir Muslime, ich liebe alle Muslime auf der Welt, allgemein, ich liebe alle Muslime auf der Welt, das ist normal. Aber dann gibt es zum Beispiel eine natürliche Liebe. Ja, die Liebe zum Beispiel zu den Eltern ist einfach natürlich, ist angepflanzt. Ja, sie haben mich hier auf die Welt gebracht, sie haben mich großgezogen, sie haben mir alles gegeben. Ich liebe sie einfach. Diese Liebe ist nicht tadelnswert im Islam, weil es eine natürliche ist. Im Islam ist zum Beispiel erlaubt, dass du als Muslim eine Jüdin oder Christin heiratest. Ahlul Kitab, die Leute der Schrift. Wenn du diese Frau heiratest, ja, sie ist Jüdin und du, oder Christin zum Beispiel, du heiratest sie, hast mit ihr Kinder beispielsweise, was auf jeden Fall nicht ratsam wäre, wenn man in diesen nicht-islamischen Ländern lebt. Wenn man in nicht-muslimischen Ländern lebt, Minimum, es ist nicht ratsam, mit ihnen Kinder zu haben oder sogar haram. Ja, man muss sich Fatwa von Gelehrten anhören, aber das ist definitiv mindestens ein Risiko. Ja, mindestens ist das ein Risiko. Warum? Weil wir die Lage kennen. Und deswegen sage ich das. Man sollte Ulema fragen, Gelehrte fragen, aber ich kann mir schon gut vorstellen, so Allahu alam, vielleicht habe ich das auch schon mal gelesen oder gehört, dass das nicht erlaubt wäre dann. Warum? Weil es kommt hier oft zu Scheidungen. Und hier ist das Gesetz so, wenn es zur Scheidung kommt, in den meisten Fällen bekommt die Frau die Kinder. Diese Kinder werden dann bei einer Nicht-Muslima aufwachsen und werden dann zum Christentum oder Judentum oder Atheismus großgezogen. Und deswegen, wenn man im islamischen Land lebt und dort heiratest du eine Jüdin oder Christin, wenn man sich scheiden lässt, du würdest die Kinder kriegen. Und deswegen ist das, aber allgemein, wenn du diese Frau dann, sagen wir mal, lieben würdest, ja, wenn du sie lieben würdest, wäre es eine natürliche Liebe, ja, und die wäre dann auch nicht tadelnswert. Aber trotzdem wäre diese Frau, die wäre nicht mit dir.
Du wirst entscheiden, wenn du Muslim bist, wirst du im Paradies sein, und wenn sie als Käfer stirbt, wirst sie in der Hölle sein. Wäre es nicht lieber besser, wenn man, also warum, wenn man Christ oder Juden, weil dann lernen die Kinder auch von der Mutter oder so, aber wenn du jetzt so, also kein Muslimerin, sei von Käfer heiratest, dann bringst du einfach den Kindern bei, was du machst, aber die werden dann nicht. Nein. Wenn du eine Christin oder Jüdin heiratest, deswegen ist es ja für den Mann auch erlaubt, für die Frau nicht. Ja, bei der Frau ist es nicht erlaubt, dass sie einen Juden oder Christen heiratet, weil die Frau im Allgemeinen die schwächere Person ist in der Familie, in der Ehe, ja, und meistens auch dem Mann folgt, etc. Aber der Mann, der ist, ja, normalerweise ist es Rijalu qawwamuna 'ala an-nisa, ja, der Mann ist das Oberhaupt in der Familie, ist das Oberhaupt in der Familie, und der hat quasi, er hat mehr, ich sag mal, in dem Sinne mehr Macht. Nicht jetzt, dass er die Frau unterdrückt oder so, aber er ist der Pilot. Ja, er ist das Oberhaupt in der Familie. Und deswegen, meistens sagt der Mann, was sie machen, was sie nicht machen, oder wie, was sie so, wonach die gehen, etc. Und die Frau ist meistens die Schwächere, ja, nicht jetzt böse gemeint oder sonst irgendwas, aber und deswegen ist das anders. Aber, ja. Letzte Frage, nicht während des Vortrags, letzte Frage, okay? Was soll so eine Frau heiraten, die halt keine Religion? Das darf man nicht. Eine Frau, die man da, also als Bedingung, wenn man eine Frau heiratet, die nicht Muslima ist, sie muss entweder Jüdin oder Christin sein. Alles andere darf man nicht. Egal, was für eine andere Religion oder gar keine Religion. Warum? Weil sie, zumindest haben sie einen Glauben, dass sie an Gott glauben. Ja, auch wenn ihr Glaube ja nicht voller Schirk ist, etc., aber es ist ein bisschen weniger quasi schlimm als komplett Atheismus oder ganz anderen Götzendienst zu haben. Barakallahu fikum. Tayyib, inshallah. Übrigens, ich habe gesehen, Abu Dujana ist auch mit drin, also wenn er mit reinkommen will, ahlan wa sahlan, gerne. Ja, sag inshallah Bescheid oder schick mir, oder ja, sag inshallah gerne, wenn du mitkommen willst, also die Geschwister freuen sich bestimmt. Tayyib, ya akhi al-karim, ahlan wa sahlan, ahlan wa marhaban, merhaba. Okay, inshallah. Das zu dem einen Thema, ja. Also, es ist definitiv nützlich, Allah und seinen Gesandten zu lieben und den Prophet Muhammad Sassim zu verteidigen und seine Liebe zum Prophet Muhammad Sassim oder zum Islam zu zeigen oder den Prophet Muhammad Sassim zu verteidigen, ist ein Zeichen der Liebe. Und es ist dann für diesen Menschen auch nützlich, auch wenn er ein Sünder ist, auch wenn er ein Frevler ist, auch wenn er sündigt, auch wenn er nicht ein guter Muslim ist. Ja, die Liebe zu Allah und seinem Gesandten ist ein Zeichen und von den größten Zeichen sogar, ja, wie der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam authentisch im Hadith überliefert hatte. Ja, das gehört denn zu den größten Zeichen des Glaubens, Allah azza wa jalla und Muhammad sallallahu alaihi wasallam und die Gläubigen zu lieben und für Allah zu lieben und zu hassen. Ja, für Allah zu lieben und zu hassen gehört zu den größten Zeichen des Imans, des Glaubens. Und deswegen ist das inshallah nützlich. Das dazu, inshallah. Und dann abschließend, ganz, ganz kurz, weil ich jetzt gerade noch, bevor ich zum nächsten Punkt komme und zum nächsten Thema, Jazakumullahu khairan, ganz kurz, genau. Heute gab es ja auch wieder eine Rede, ja, von dem französischen Präsidenten, bei Al Jazeera, ja, bei diesem sogenannten arabischen islamischen Kanal, ja, der zugänglich ist für fast alle arabisch-muslimische Länder, ja, auch in verschiedenen Sprachen, den ihr alle auch kennt bestimmt. Er hat dort live ein Interview gegeben und er hat sich dort auf möchte gern Art und Weise quasi entschuldigt, ja, nicht entschuldigt, er hat sich nicht entschuldigt, ja, das war ein falsches Wort von mir, ja. Und ehrlich gesagt, im Arabischen gibt es ein Sprichwort, wenn jemand sich entschuldigen will, aber das dann noch irgendwie gar nicht nützlich ist oder nach hinten losgeht. Wie geht der? Du kennst ihn? Rubba? Rubba udrin aqbahu min dhanb. Ja, ganz genau. Rubba udrin aqbahu min dhanb. Ja, so ein arabisches Sprichwort. Da sagt man manchmal, ist die Entschuldigung doch schlimmer als der Fehler, den man gemacht hat. Ja? Allahu musta'an. Und das ist echt beschämend und gleichzeitig vielleicht auch ein Beweis dafür,
dass es ihnen wehtut, dass dieser Boykott ja ihnen wehtut, weil sie haben nun mal, ich glaube, jährlich Export in muslimische Länder 100 Milliarden Euro, ja, im Jahr, jedes Jahr 100 Milliarden. Und wenn diese oder zum größten Teil wegfallen, das wäre schon ein fettes Loch in der, ja, in der, was sie nicht einfach so wegstecken können. Ja, und ganz ehrlich, ich will jetzt nicht lange darüber reden, aber es war, Subhanallah, der sagt einfach, ja, ich respektiere die Gefühle der Muslime und ich kann das verstehen. Also, ja, ich kann das verstehen und respektiere die Gefühle der Muslime. Aber im gleichen Augenblick, ja, sagt er, ich bin ja trotzdem Präsident und muss für die Rechte oder für die Gesetze gerade stehen, für die Rechte meiner Bevölkerung, dass sie das Recht haben, zu sagen und zu schreiben und zu denken, an was sie wollen, ja, an Meinungsäußerung. Und dann sagt er ganz, ganz frech und Subhanallah, er sagt einfach dann, dass seine Regierung diese Zeitschrift, ja, von Charlie Hebdo, die den Propheten Mohammed sallallahu alaihi wasallam verunglimpfen wollen quasi und zeichnen und diese Karikaturen. Er sagt, dieses Institut ist nicht vom Staat, ja. Er sagt, das ist nicht vom Staat. Er sagt, das ist kein staatliches Unternehmen oder so. Und es ist auch nicht, die Karikaturen sind ja auch nicht von denen. Und er unterstützt das ja auch nicht, ja. Auf diese Art und Weise hat er das erklärt. Andererseits sagte er bei der Beerdigung von diesem Lehrer, Patil oder wie der hieß, sagt er, wir werden nicht aufhören, Karikaturen zu zeigen. Ja, wir werden nie damit aufhören, Karikaturen zu zeigen. Ja, und allgemein, denn jetzt weiß ich nur ganz kurz so zwei, drei Sätze von ihm, wo er einfach, Subhanallah, versucht quasi, ja, sich zu entschuldigen oder wie man das auch nennen will. Ja, er hat sich nicht entschuldigt, definitiv nicht. Und ganz ehrlich, uns wäre auch eine Entschuldigung, wäre vielleicht wäre nichts Besonderes, ehrlich gesagt, ja, für diesen Ijram und für diese Schandtat und diese Sünde und diese Unverschämtheit gegenüber 1,5 Milliarden Muslime ungefähr auf dieser Erde und gegenüber Millionen von französischen, ja, Muslimen, ja, Franzosen, die Muslime sind. Aber dennoch war das ja noch nicht mal eine Entschuldigung, war sowieso nicht dabei. Aber dennoch, dass er dann so unverschämt ist und ja, und ich denke mal, dass er einfach, er brauchte die Stimmen für die Wahlen, einerseits von der rechten Partei quasi, die normalerweise Marie Le Pen quasi für sie ihre Stimme abgeben. Vielleicht wollte er gerne da ein bisschen auf Stimmfang gehen bei denen, von der rechten Partei, von den Rechtspopulisten und ja. Und andererseits hat er natürlich jetzt den ganzen Unmut von den Muslimen, die in Frankreich leben und vielleicht auch wählen gehen, ganz egal jetzt, ob das Halal Haram ist oder was es ist, ob das im Islam tolerierbar ist oder Schirk ist oder was auch immer. Wir reden nicht über dieses Thema, deswegen will ich auch nicht über dieses Thema jetzt reden. Aber er will auch nicht sich es bei den Muslimen, quasi die ganzen Stimmen der Muslime, weil letztendlich, ob wir wollen oder nicht, viele Muslime wählen trotzdem. Und er will auch nicht die Stimmen der Muslime alle verlieren. Und andererseits vielleicht auch wegen dem Boykott, diese Milliarden, die er liebt und will er vielleicht auch nicht verlieren. Und deswegen geht er zu Jazeera, zu diesem Kanal, zu diesem Fernsehsender, der sogar von einzelnen Ländern oder Politikern als zu islamisch oder so gesehen wird, subhanallah. Und redet dort und will nach dem Motto sich, ja, das ein bisschen wieder. Und subhanallah, was ich ganz, ganz lustig fand und gleichzeitig auch, aber ist einfach, gehört einfach zu seiner Person und zu deren Charakter in ihrer Geschichte auch. Er sagte dann in diesem Interview, hat er noch eine Sache gesagt. Subhanallah, ist mir gerade wieder entfallen. Ich bin gerade in den Sinn gekommen. Subhanallah. Gekommen und wieder weg. Gekommen und wieder weg, Subhanallah. Vielleicht erinnere ich mich gleich noch daran.
Genau. Er sagte, und ich bin ja, er sagte, ich bin ja in der Position, ich muss ja versuchen, die Lage zu beruhigen. Ja, Subhanallah. Er sagte, so ein unverschämter Lügner, Subhanallah. Er sagt, ich bin ja Präsident, ich muss ja die Lage beruhigen. Subhanallah. Wer hat sie denn entfacht? Wer hat Feuer ins Benzin, ja? Wer hat Feuer ins Benzin geschüttet? Wer hat das dazu gebracht, dass die Situation so passiert und Subhanallah eskaliert und dass Blut geflossen ist, Menschen gestorben sind, etc. Allah musta'an, Allah musta'an. Wie auch immer, das inshallah ganz kurz dazu und dann können wir inshallah jetzt weitermachen mit den anderen Punkten. Nummer zwei, ich habe auch geschrieben als zweiten oder dritten Punkt, die stillende und schwangere Frau, die stillt, ja, die Schwangere oder die Frau, die stillt, ja, die fasten ja oft nicht im Ramadan, weil sie Angst haben um sich selber, um ihre eigene Gesundheit oder ihre eigene Kraft, die sie brauchen, weil ja das Embryo oder das, was sie in ihrem Bauch trägt, auch quasi von ihrer Energie nimmt und von ihrer Nahrung und etc. nimmt. Und deswegen sind sie geschwächt etc. Manche haben Angst um das Baby quasi, um das Embryo. Und deswegen fasten sie dann nicht. Ja? Das heißt, Frauen, normalerweise, Allah also sagt im Koran in der zweiten Sura, Sura al-Baqarah, Ya ayyuhalladhina amanu, kutiba alaykumus siyamu kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat, faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Ja? Euch, oh ihr, die ihr glaubt, euch wurde vorgeschrieben, das Fasten, so wie es denen vorgeschrieben war, zu fasten, die vor euch waren. Vielleicht werdet ihr gottesfürchtig. Es sind bestimmte Tage. Benzin ins Feuer. Was habe ich denn gesagt? Benzin ins Feuer, warum habe ich das anders gesagt? Wie auch immer, ihr habt nicht verstanden, Schala. Ja? Allah sagt in diesem Vers, ungefähr übersetzt, Benzin ins Feuer. Was habe ich gesagt? Feuer, Benzin. Feuer ins Benzin? Ja, und das ist der Benzin. Benzin ins Feuer. Ist egal, ihr habt mich verstanden. Ich habe mir auch manchmal, also früher habe ich mir manchmal Vorträge angeschaut von anderen Predigern, also vor 20 Jahren oder so. Da habe ich manchmal, dann haben die manchmal Sachen gesagt, einfach komplett umgedreht oder ein Wort, was einfach komplett falsch war oder so. Oder ich kannte den Sheikh zum Beispiel, den Prediger, und er sagt einfach, ich weiß, dass er normalerweise normal Deutsch spricht. Und dann sagt er einfach so nach dem Motto, statt das Auto, der Auto. Ja, im Vortrag. Aber der merkt das nicht, weil, und das passiert mir nämlich auch oft. Also ich mache auch Fehler, weil ich Fehler mache, leider. Aber solche Sachen passieren so. Wenn du gerade redest und dann denkst du einfach an eine andere Sache oder wo das steht oder wie auch immer, und dann kommen irgendwelche ganz komischen Sachen raus. Egal, zurück zum Thema. Barakallahu fikum. Und dann sagt Allah Azzawajal, und euch wurde vorgeschrieben, an bestimmten Tagen zu fasten, Ramadan, ja. Aber derjenige, der nicht. Derjenige, der nicht fasten kann, weil er krank ist oder er auf Reise ist. Das heißt, normalerweise sind die entschuldigt, die krank sind oder auf Reise sind. So, jetzt gibt es aber Frauen, die zum Beispiel entweder schwanger sind oder stillen. Ihre Energie wird genommen von dem, was in ihrem Bauch ist oder das, was sie stillen, das Kind, das Baby, was sie stillen. Und so wird ihnen Energie entzogen und sie sind schwach, etc. Oder sie haben Angst, keine Milch, nicht genug Milch zu haben für das Baby. Ja, dass das Baby dann nicht gut wächst, etc., sondern fasten sie nicht. Und was müssen sie machen? Sie müssen dann entweder, ja, entweder müssen sie dann einen Armen speisen für jeden Tag, den sie nicht fasten. Hörst du? Trotzdem, auch wenn es ja schwanger und so, aber man kann davon Nutzen nehmen, inshallah, weil das Wissen ist über Islam, Barakallahu fikum. Ja, dann diese Frau, die kann dann auch ihr Fasten brechen, weil sie stillt oder weil sie schwanger ist. Jetzt die Frage, was ist ihre Kefara? Was muss sie machen als Sühne? Muss sie einen Armen speisen? Oder muss sie den Tag nachholen? Oder muss sie einen Tag nachholen für jeden Tag, den sie nicht gefastet hat, plus einen Armen speisen? Ja, so gibt es verschiedene Meinungen zwischen den Gelehrten. Ja, zwischen den Gelehrten. Und da ist es, liebe Geschwister, wichtig zu wissen, dass viele Gelehrte sagen, dass beides zu viel ist und beides nicht richtig ist. Ja, aber das ist die Meinung von einigen Gelehrten. Ja? Und sie haben quasi ihr Ijtihad und ihre Beweise, warum sie das sagen, ja, dass die Frau beides macht. Ja? Ich rede gerade über das Thema.
Ja, ich rede gerade über das Thema, inshallah, wenn ich bestimmte Sachen da nicht angesprochen habe oder nicht deutlich, inshallah, kann man danach fragen. Ja, aber vielleicht kommt ja die Antwort. Letztendlich, barakallahu fikum, ist das so, dass das Richtigere wäre dann, ja, das Richtige eigentlich ist, entweder speisen, entweder man speist einen Bedürftigen für jeden Tag, den man nicht gefastet hat, oder man fastet den Tag nach. Allahu a'lam, im Allgemeinen ist eine starke Meinung, dass man sagt, die Frau, weil dann unterscheiden sich die Meinungen der Gelehrten, die sagen dann zum Beispiel, ja, derjenige, der, die Frau, die Angst hat um sich, um ihre eigene Gesundheit, ja, dann hat sie einen Hukm, ein anderes Urteil, als die Frau, die zum Beispiel Angst hat um das Leben ihres Kindes, ja, und dann haben sie Unterschiede gemacht, ja, wenn die Angst hat darum und so weiter und so fort. Aber im Allgemeinen, ich denke, was sehr nicht stark ist von den Meinungen der Gelehrten, ist, dass die Frau, die den Hukm nimmt, das Urteil nimmt von einer Person, die krank ist, ja, und das sagen viele Gelehrte, dass sie die Position einnimmt von einer kranken Person, und für die kranke Person gilt es dann, die Tage nachzuholen. Ja, sie holt die Tage nach, wie einer, der krank war und nicht gefastet hat, weil er krank war. Sie muss die Tage nachholen. Hat sie 10 Tage nicht gefastet, dann holt sie 10 Tage nach. Und sie hat dafür Zeit, ein Jahr, bis zum nächsten Ramadan. Ja, wenn sie das macht, in dieser ganzen Zeit, egal ob die Tage zusammen, ja, oder in jedem Monat ein Tag oder wie auch immer, ist egal. Wenn sie die Tage dann nachgeholt hat in diesem einen Jahr, ist alles in Ordnung und ihre Belohnung ist da und sie hat ihre Pflicht erfüllt. Macht sie das nicht in diesem Jahr, ohne entschuldigt zu sein, und macht das dann erst zum Beispiel danach, dann hat sie Sünde begangen, muss Tauba machen. Aber wenn sie es in diesem einen Jahr gemacht hat, ist alles in Ordnung, inshallah. Oder sie ist entschuldigt, weil sie zum Beispiel das ganze Jahr über beispielsweise krank war oder wieder das ganze Jahr gestillt hat. Ja? Aber dann müssen wir dann darüber reden, wie ist es aber mit der Frau, die zum Beispiel, sie war schwanger und hat deswegen nicht gefastet, den ganzen Monat nicht gefastet, hat, sagen wir mal, 30 Tage nachzuholen. Danach stillt sie. Nicht die Fragen stellen, die ich jetzt gerade beantworte. Barakallahu fikum. Erstmal zuhören, inshallah. Ich rede hier gerade über das Thema. Dann diese Frau zum Beispiel, die holt dann, die stillt, Barakallahu fikum, stillt ihr Kind 2 Jahre lang, ja. Das heißt, und während sie stillt, ist sie auch zu schwach und fastet nicht, ja. Dann hat sie zum Beispiel 30 Tage nachzuholen von dem ersten Jahr, wo sie schwanger war. Dann hat sie 30 Tage nachzuholen für das erste Jahr, wenn sie stillt, das zweite Jahr, wenn sie stillt. Dann hat sie schon 90 Tage nachzuholen, ja, bei einem Kind. Und dann gibt es ja auch Schwestern, ja, Al-Walud, Al-Wadud, wie der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sie beschrieben hat, und es ist eine gute Sache, eine lobenswerte Sache, nicht während des Vortrags, Barakallahu fikum, oder erst nach dem Thema, dann hat sie 90 Tage nachzuholen, 3 Jahre Ramadan nachzuholen. Und es gibt aber Frauen, hintereinander hat sie, einmal war sie schwanger, hat sie nicht gefastet, 2 Jahre hat sie gestillt. Aber Dann, müssen 90 Tage hintereinander? nein, muss sie nicht 90 Tage hintereinander, aber sie müssen 90 Tage Ramadan, also Fasten, nachholen, was ja schon viel ist, ja. Ja, also 90 Tage, 3 Monate musste sie fasten quasi. Und dann gibt es ja noch die Schwestern, die Al-Walud, Al-Wadud. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat sie so beschrieben und lobenswert, die Frauen, die viel gebären und viele Kinder bekommen. Weil der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam möchte gerne die größte Umma haben am Tage der Auferstehung, und er wird sie haben. Von allen Propheten die größte Gemeinschaft haben. Und dann gibt es ja Schwestern, die, ja, während sie dann stillen, irgendwann in den ersten 2 Jahren, wo sie stillen, werden sie ja wieder schwanger. Und dann ist sie schwanger und dann, ja, fastet sie wieder nicht, und dann kriegt sie, und danach stillt sie wieder 2 Jahre. Und es gibt solche Frauen, ja, wir kennen ja persönlich Schwestern, sag ich mal, aus der Bekanntschaft, ja, wie deine Tante, ne, zum Beispiel, oder deine, ist das deine Tante? Ja, genau, deine Tante, ja, oder so, Schwestern, die zum Beispiel nonstop in dieser Phase sind, ja, sie kriegen 4, 5, 6 Kinder. Und die sind entweder stillend, entweder stillen sie, oder sind schwanger. Schwanger, schwanger, stillen, schwanger, stillen. So, diese Person hat dann
zum Beispiel dann 10 Jahre lang, 5 oder 10 Jahre lang, nonstop entweder Schwangerschaft oder Stillzeit. Ja? So, danach hat sie was? Danach hat sie einfach 6 Monate, 9 Monate, 10 Monate nachzuholen. Ja? Und dann, was ist das dann für sie? Stell dir mal vor, eine Frau muss allgemein, sagen wir mal nur ein Kind, 3 Monate nachholen. Ja? Und das, wenn sie das machen wollen würde, sie hat ja auch jeden Monat ihre Menstruation, ihre Tage, wo sie nicht fasten kann. Und dann müsste sie so viel nachholen, bis zum nächsten Ramadan quasi würde sie versuchen, das nachzuholen. Das wäre schon eine Erschwernis. Stell dir mal vor, die hat einfach nur 2 Kinder. Ja? Das heißt, 6 Jahre, 5 Jahre hintereinander Ramadan nicht gefastet. Dann hat die direkt mal 5-6 Monate nachzuholen, was auf jeden Fall schwer ist, definitiv. Ja? Außer für, es gibt ja manche Leute, für die ist Fasten sowas von einfach. Und es gibt andere Geschwister, für sie ist Fasten sowas von schwer. Mensch, jeder Mensch ist anders. Jeder Mensch hat anderswo seine Stärken und seine Schwächen. Ja, auch in der Ibadah, in den Ibadats. Und deswegen, Barakallahu fikum, hat diese Sache dann wiederum ein anderes Urteil. Und da sagen die Gelehrten zum Beispiel, warum? Weil das wäre eine Meschaka an sich, ja. So viele Ramadane nachzuholen. So viele Ramadane nachzuholen, wäre eine Meschaka, eine Erschwernis. Und eigentlich hat ja die muslimische Frau die Erlaubnis, Ramadan nicht zu fasten, weil das für sie eine Erschwernis wäre, zu fasten, ja. Und jetzt ist sie wieder in einer Position, wo sie eine Erschwernis hat. Das heißt eigentlich, sie ist in einer Position, dass sie eine Erschwernis bekommen hat, weil ihr erlaubt wurde, nicht zu fasten, wegen der Erschwernis, ja. Und deswegen sagen die Gelehrten, nein, Allah Azza wa Jalla hat uns in der Religion nichts schwer gemacht. Ma ja'ala alaykum fi d-dini min haraj, millata abikum Ibrahim. Allah Azza wa Jalla hat euch in der Religion nichts erschwert. Ja, nichts erschwert. Und das ist eine Sache, die ein Urteil im Islam aufheben kann, die Erschwernis. Und deswegen hat Allah Azza wa Jalla uns es leicht gemacht, wenn wir auf Reise sind, weniger zu beten. Ja, die 4er Gebete zu halbieren, die Gebete zusammenzufassen, Dhuhr mit Asr, Maghrib mit Isha, oder nicht zu fasten auf der Reise etc. Wegen der Erschwernis hat Allah also uns es leicht gemacht, weil Allah will es ja nicht erschwert, uns erschweren im Leben. Ja, er will uns im Paradies sehen, er will uns rechtschaffen sehen etc. Aber trotzdem macht er uns das dann einfach. Und oder das Streichen über den Socken zum Beispiel, dass wir, ja, wenn wir die Socken angezogen haben im Zustand der Reinheit, des Wudu, der Tahara, dann dürfen wir danach über die Socken streichen und müssen die nicht jedes Mal ausziehen, Füße waschen, wieder Socken anziehen, Socken ausziehen. Warum ist diese Erlaubnis gekommen? Wegen der Meschaka, weil Allah will uns das leicht machen. Ja? Und deswegen, Barakallahu fikum, ist die Frau, die in einem solchen Zustand ist, sie hat dann nicht diesen Hukum, dass sie wie eine Frau, die einmal, ja, weil es gibt ja Frauen, die sind einmal schwanger und sie stillen nicht. Warum? Sie hat keine Milch in ihrer Brust. Ja, sie stillt nicht. Oder sie will nicht stillen. Aus verschiedenen Gründen. Ja, aus verschiedenen Gründen. Es gibt Gründe dafür, dass Frauen ihre Kinder nicht stillen wollen. Ja. Und wenn sie es nicht will und es ist für sie keine Pflicht, sie ist ihnen dazu verpflichtet, obwohl die Muttermilch die beste Milch ist für ihr Kind. Ja. Und es kann ja sein, dass sie zum Beispiel eine andere Stillmutter holt oder der Vater eine Stillmutter holt. Barakallahu fikum, und für das Kind quasi. Und deswegen ist das so, dass manche Frauen nicht stillen. Dann hat sie diese Frau, die zum Beispiel nur einen Ramadan nicht gefastet hat, die muss nachholen. Die muss ihre Tage nachfasten. Weil sie hat ja nur einen Monat. Ja, oder vielleicht einen Teil des Monats, hat vielleicht ein paar Tage gefasst. Und das ist machbar, dass sie in einem Jahr 30 Tage nachholt, fast jeden Monat 3 Tage. Easy. Einfach. Und Sunna oben drauf. Ja. Aber wenn eine Frau, sie schwanger und dann stillt sie und dann, ja, und dann sammeln sich die Monate, das ist eine Erschwernis. Und deswegen sagen die Gelehrte, natürlich nicht alle Gelehrte, das ist die Meinung von einigen Gelehrten, und ich denke, dass diese Meinung sehr, sehr stark ist, islamisch gesehen, auch vom Fiqh her sehr stark ist, dass diese Frau dann das Urteil nimmt und dann speist und nicht nachfastet. Das heißt, für jeden Tag, den sie nicht gefastet hat, speist sie einen Armen. Ja, speist sie einen Bedürftigen. Das heißt, sie hat 30 Tage, 90 Tage nicht gefastet,
Ja, 3 Jahre lang zum Beispiel. Oder 6 Jahre, 9 Jahre. Hat sie dann ja, 3 Jahre 90 Tage, 6 Jahre 180 Tage, 9 Jahre 270 Tage zum Beispiel. Diese Tage muss sie 270 Leute speisen. Ja? Hat sie mich 3 Jahre lang nicht gefastet, dann muss sie 180, nee, Quatsch, was haben wir gesagt? 3 Jahre nicht gefastet, 90 Tage beispielsweise. Ja? Weil es sind ja nicht jeder Ramadan hat 30 Tage. Ein Ramadan hat 30 Tage, ein anderer Ramadan hat vielleicht nur 29 Tage. Entweder 29 oder 30 immer. Ja? Dann holt sie diese Tage. Wenn sie diese Tage dann zusammenzählt, dann speist sie die Anzahl der Tage, die sie nicht gefastet hat, speist sie bedürftige Menschen. Ja? Wie gesagt, wenn es nur ein Ramadan ist, oder ein Ramadan und eine Stillzeit, ein Stilljahr, dann hat sie 30 Tage, 60 Tage, das ist noch im, wie nennt man das? Noch im Limit oder Level, dass es keine Erschwernis ist. Und dann soll sie, muss sie die Tage nachholen. Aber sobald sich die Jahre, ja, übereinander stapeln und die Monate, die man nachfasten muss, viele werden, ja, 5 Monate, 8 Monate, 9 Monate nachfasten, dann ist das wiederum viel. Und wenn das für sie eine Erschwernis ist und sie kann das nicht schaffen und es ist für sie eine sehr schwere Last und ein Kampf hoch 10 und sie kann das nicht, dann speist sie. Ja, noch im Rahmen. Ja, genau, das wollte ich sagen. Ja, und dann speist sie für jeden Tag, den sie nicht gefastet hat, einen Armen. Was speist man und wie viel muss man speisen? Und ganz ehrlich, darüber wollte ich auch, das habe ich darunter geschrieben. Genau. Im Zusammenhang mit, wie viel muss man speisen? Was kostet das einen Bedürftigen zu speisen? Weil das sind ja auch die Frage, die die einen oder anderen haben. Weil man sieht oft, ja, dass Hilfsorganisationen beispielsweise irgendwelche Summen nehmen, ja, pro Tag, Kafara oder so, pro Tag 5 bis 10 Euro. Ja, das habe ich schon, ich habe schon alles gesehen. Aber es gibt manche, die nehmen zwischen 5 und 10 Euro für einen Bedürftigen zu speisen. Manche nehmen das vielleicht aus, ja, vielleicht aus der Unwissenheit heraus oder weil sie einfach denken, okay, wenn ich in Deutschland lebe, wenn ich einmal essen gehe, zum Beispiel, ja, im Restaurant, keine Ahnung, beim Italiener oder Dönerbude, ein Dönerteller kostet, Entschuldigung, kostet 7 Euro oder 9 Euro, ja, also irgendwie so um den Dreh zwischen 5 und 10 Euro, dann sagen sie einfach, nehmen sie einfach so eine Summe. Aber, und es ist kein Problem, es ist kein Problem, oder mehr zu geben, als man muss. Ja, und ich werde ja oft gefragt, heute zum Beispiel auch ein Bruder, der Aqiqa zahlen wollte oder Aqiqa machen wollte für seine neugeborenen Töchter. Und manche sind da wirklich sehr, sehr penibel. Ich will nicht sagen, ich möchte keinem zu nahe treten und auch nicht diesem Bruder gegenüber, überhaupt gar nicht. Ich habe mit ihm jetzt auch nicht viel geredet, aber manche sind da so penibel und so klein. Ich will nicht sagen, dass sie geizig sind oder gierig sind, aber ja, manche zählen dann wirklich den letzten Groschen. Ja, den letzten Euro, wenn es darum geht, Akhira zu machen für das eigene Kind. Oder wenn man zum Beispiel Eid al-Adha, Bayram, ein Schaf schlachtet für Allah subhanahu wa ta'ala, ein Opfer bringt. Ja, da suchen sie nach den billigsten Schafen. Ja, und das ist absolut falsch. Hey, du bringst gerade ein Opfer für Allah, du machst eine Ibadah. Normalerweise, vom Islam her, du solltest ein großes, schönes, wunderschönes Schaf aussuchen und koste es 50 oder 100 Euro mehr, du machst das gerade für Allah. Stell dir mal vor, du machst gerade einfach deiner Mutter ein Geschenk, deiner Ehefrau ein Geschenk. Ja? Gehst du dann zum Aldi und kaufst dir dort ein T-Shirt bei Aldi, ja, für 8 Euro und denkst dir so, boah, vielleicht gehe ich zum Lidl, da gibt es noch günstigere im Angebot. Ja? Gibt es Leute, die sowas machen. Ja? Aber das wäre schon crazy. Ja? Aber normalerweise, wenn du deine Mutter sehr liebst oder deine Frau, deinen Ehemann liebst, dann schaust du, versuchst ihnen ein schönes Geschenk zu machen. Und manchmal, ja, Leute, die großzügig sind oder so, die kaufen dann etwas, ja, auch richtig Teures. Warum? Die Liebe ist einfach da zu dieser Person, ja. Und deswegen sollte das so sein. Und bei Eid al-Adha zum Beispiel, wenn du gerade ein Schaf bringst oder allgemein ein Opfer bringst für Allah subhanahu wa ta'ala, hey, dann hast du die Sache falsch verstanden, ja. Dann sollst du da, das ist der letzte
Ort und oder Zeitpunkt, an dem du anfängst, darum zu geizen, subhanallah. Du machst gerade, das ist kein Geschenk an Allah, subhanahu wa ta'ala, Allah braucht keine Geschenke von uns. Und, aber es ist eine Anbetung Allahs azza wa jal, ja. Deswegen geize da überhaupt nicht, ja. Und wenn du eine Aqira machst für deine Kinder, ja, dass deine Kinder inshallah gesegnet sind, beschützt werden, dann ist es der letzte Zeitpunkt, an dem du für deine Kinder geizen sollst. Dann geize lieber, wenn du ihnen die PlayStation kaufst oder denen eine Jacke kaufst, dann kauf ihnen keine North Face Jacke für 300 Öcken. Dann kannst du auch 300 Euro oder so, dann kauf ihnen eine, keine Ahnung, das was schön warm und so, aber muss keine Marke sein. Oder keine besondere Marke, ja. Aber allgemein, wenn es um deine Kinder geht, wenn es um besondere Sachen geht, Aqira, oder solche Anbetungen, oder für den Schutz, ja, oder zum Beispiel, was jetzt auch viele Geschwister bei mir zum Beispiel gemacht haben, die Mutter hatte Corona, oder die Cousine, oder der war im Krankenhaus mit Corona, oder allgemein, ich möchte gerne ein Schaf schlachten oder Essen ausgeben, yani, dass die eine Sadaqa geben, dass Allah Azzurra diese Person beschützt und als Dank und als Bitte, dass Allah Azzurra ihre Mutter gesund macht, ja, ist auch eine Art, die man machen kann, wie man nach Genesung und Gesundheit fragen kann, aber dann kann man das auf diese Art und Weise machen. Ja, aber versucht dann nicht da irgendwie das Billigste zu geben und das Wenigste zu geben. Natürlich, wenn einer nicht hat, einer hat nicht viel, einer kann nicht viel, Allah verlangt von einer Seele nicht, ja, dann gib das, was du kannst. Du brauchst gar kein Schaf zu geben. Dann gib eine, ja, einen Sack Reis für 50, 20, 30, 50 Euro aus. Ja, Hauptsache, du gibst das. Allah schaut darauf, wie viel du hast. Er schaut nicht darauf, was du gibst. Allah braucht das sowieso nicht. Ja, aber das nur nebenbei. Aber zurück zum Thema. Wie viel muss diese Frau denn dann einen Armen speisen? Ist denn überhaupt 5 oder 10 Euro angebracht? Oder ist es überhaupt gefordert, so viel zu geben? Also im Grunde genommen, liebe Schwester, ganz ehrlich, es ist nicht unbedingt, islamisch gesehen, du kannst mehr, kannst du immer geben. Ja, zum Beispiel bei mir manchmal, Geschwister geben mir, sagen mir, keine Ahnung, einen Brunnen, ja, 550 Euro, okay, ich schicke dir 600 oder 650, den Rest kannst du verteilen oder, ja. Ja, nehme ich gerne an, ja, ganz ehrlich, weil da kann man damit 28 Euro, kaufe ich einen Sack 50 Kilogramm Reis, ja. Mit 28 Euro, mit 56 Euro kaufe ich 100 Kilogramm Reis, ein ganzes Dorf kann davon essen. Ja, mashallah. Und wir gehen davon zu zweit essen, wenn wir manchmal essen, oder zu dritt, zu viert mit einer kleinen Familie oder so, gehst du im Restaurant essen, gibst du auch 50 Euro aus. Damit kannst du in Afrika ein ganzes Dorf quasi satt machen. Und deswegen nehme ich es gerne an, wenn einer zum Beispiel mehr gibt, als er geben muss. Warum? Weil das ist für diese Leute, es ist subhanallah, ja, wir können es nicht vorstellen, weil wir sowieso alle reich sind und genug haben. Aber für die Leute, die hungrig sind, ja, und nicht hungrig sind, weil die einfach jetzt warten bis zum nächsten, weil sie gegessen haben und jetzt, nein, die sind hungrig, weil einfach, die haben da nichts. Der hat einfach Hunger. Ja, und wenn du ihm dann Essen gibst, das ist für ihn Jackpot. Du hast ihn gerade reich gemacht und glücklich gemacht. Und auch wenn es geschmacklos ist, auch wenn es ohne Soße ist oder ohne Fleisch ist, du hast ihn satt gemacht. Wie auch immer, ala kulli hal, ja, wenn es dann, das sind auf jeden Fall diese Sachen, die sehr, sehr wichtig sind, liebe Geschwister, dass wenn man, dass man aber das Minimum so kennt, und das Minimum, barakallahu fikum, ist, dass man einen speist, einen satt macht, ja, von, Allah Azza wa Jalla sagt im Koran, min awsati ma tut'imuna bihi ahlikum, aw kiswatuhum, ja, von dem, was ihr, yani, von dem ungefähr, was ihr eure Familien zu essen gibt, ja, ungefähr von dem, was wir unseren Familien allgemein auch zum Essen geben, ja, so sollen wir auch diese Spende, diese Sühne zahlen. Okay, jetzt wenn wir aber rechnen, ganz ehrlich, wenn man jetzt zu Hause kochen würde, weil wenn du rausgehst im Restaurant ist, ein Teller ganz oft irgendwas, ja, 7, 10 Euro, 12 Euro, je nachdem natürlich, was man isst und wo man isst. Aber ganz, ganz grob, 7 Euro, 10 Euro ist ein Teller. Wenn du zu Hause kochst, ja, wenn du zu Hause kochst, und ehrlich gesagt, ich habe früher davon überhaupt gar keine Ahnung gehabt, weil ich habe einfach never ever gekocht in meinem Leben, aber seit 2 Monaten oder so kann ich auch kochen, mashallah. Gut kochen, oder, Junge? Ja, und auf jeden Fall, ich wusste früher gar nicht was. Ich habe null Ahnung. Du hättest mir gesagt, okay, kocht man
für eine Familie kostet das 30 Euro oder nur 5 Euro? Ich wusste gar nicht, weil ich war nie in der, ich war einfach, Küche war für mich nur Küche halt. Küche ist für Frauen, ne? Okay, auf jeden Fall, frauenfeindlicher Typ da. Auf jeden Fall, Barakallahu fikum, aber aus einem anderen Grund eigentlich, weiß ich, dass, das war eigentlich gar nicht deswegen, aber so seit ein, zwei Jahren weiß ich, dass wenn man für eine Familie kochen würde und man würde ein Kilo, sagen wir mal, Hähnchen kaufen, ja, beispielsweise, Hähnchen kaufen, was keine Ahnung, was das kostet, 4-5 Euro, 4-6 Euro, ja, ungefähr, und dann Reis für eine ganze Familie, keine Ahnung, 1 Euro vielleicht, weiß ich gar nicht, aber man kann ja mit einem, ja, 500 Gramm Reis, reicht ja für eine Familie, oder? 500 Gramm, auf jeden Fall hast du so einen Topf voll. Ja, für 7 Personen, 8 Personen. Das wird ja ganz, ganz viel. Oder Nudeln zum Beispiel. Und das ist ja, ja, 50 Cent, 1 Euro. Also ganz ehrlich, ein Essen für eine ganze Familie, fünf Personen, da reichen eigentlich 5 bis, keine Ahnung, 7, 8 Euro. Natürlich je nachdem, was man da für Zutaten hat. Ja, aber man würde eine ganze Familie hier auch in Europa, sag ich mal, speisen können, mit dem, was man eigentlich draußen, wenn man draußen alleine essen geht, ja, mit dieser Summe, wenn man draußen essen geht, mit der Summe kannst du eine Familie zu Hause, 5 Personen, 7 Personen, sogar mit Hähnchen oder, ja, vielleicht, keine Ahnung, vielleicht auch Hackfleisch oder so, kannst du eine ganze Familie speisen. Und deswegen, liebe Geschwister, es ist normalerweise nicht so, weil es geht nicht darum, dass du jemanden speist im Restaurant. Ja, die Schwester, die hier ihre Tage, die sie nicht nachfasten, fastet, weil sie zum Beispiel zu viele Tage hat, weil sie 5 oder 10 Ramadane nicht gefastet hat, sie muss jetzt Arme speisen. Stell dir mal vor, die muss jetzt für 6 Jahre, sie muss 180 Leute speisen. Ja, 180 Leute speisen. Wenn man ihr sagen würde, hey, du musst 10 Euro pro Tag zahlen, sie müsste 1800 Euro zahlen. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Ja, ja, deine Jungs hier, die hören gut zu. Ich habe ihnen Handyverbot gegeben. Ja, die hören gut zu, mashallah. Aber ich darf nicht mehr lange machen, weil ich habe denen gesagt, eine Stunde. Ich halte mich nie dran. Du hast ihnen gesagt, eine Stunde. Ihm habe ich mir eine Stunde, euch nicht, ne? Khalas, wir machen 2-3 Stunden schon. Auf jeden Fall. Was habe ich gesagt? Ja, auf jeden Fall, ja, und die Frau, die müsste, wenn man ihr sagt, ey, du musst 10 Euro zahlen für einen Armen speisen, sie müsste 1800 Euro zahlen. Würde man ihr sagen, 5 Euro, wären es immerhin trotzdem 900 Euro, ja? Ist nicht für jedermann einfach. Das wäre auch wenn man es hat, natürlich ist easy. Und wenn es ist, Fisabilillah, und arme Leute speisen, macht das der Muslim gerne, ja, dass andere Menschen speist, die hungrig sind und bedürftig sind. Aber es wäre auch eine große Last, ja. Viele Leute haben das gar nicht. Und es wäre dann wieder eine andere Last für sie. Und deswegen, barakallahu fikum, aber man muss nicht die Leute speisen mit der Summe, die ein Restaurant nimmt, ja. Weil die machen ja ihre Gewinne, etc. Sondern es reicht, dass man die Leute speist, ja. Und ganz ehrlich, bei meinen ganzen Afrika-Reisen und so, ich weiß, was es kostet, ja. Was ein Sack Reis in Togo, in Benin, in Westafrika zum Beispiel kostet ungefähr grob 28 Euro, 50 Kilogramm. Ja, gibt natürlich verschiedene Arten von Reis, Klasse 1, Klasse 2, Klasse 3, Klasse 4, ja, Reis, wo dann ein bisschen Dreck ist, wo, ja, nicht jetzt Dreck ist in dem Sinne, aber wenn du die, ist egal, auf jeden Fall gibt es verschiedene Kategorien von Reis, von sehr gut, sage ich mal, bis nicht so gut, barakallahu fikum, aber im Grunde genommen, es würde definitiv reichen, ja, wenn man wirklich sagt, irgendetwas zwischen 1 und 2 Euro. Sogar wenn man die Preise von hier, weil ganz ehrlich, die Preise dort sind auch, bestimmte Sachen sind günstig oder vielleicht sogar günstiger. Ja, ich habe einmal Mangos gekauft und mitgenommen nach Marokko damals. Ich habe, glaube ich, 43 Kilo Mangos gekauft. Ne? 43 Kilogramm Mangos habe ich gekauft. Ich glaube, 60 Cent bezahlt. Nicht pro Kilo, sondern für alle 43 Kilo. Ja, und die waren sowas von süß und lecker, subhanallah. Morgens, mittags, abends einfach Mangos essen. Mashallah. Ja, weil die fallen, es gibt überall Bäume, die fallen überall so. Und da gibt es Kinder und Leute, arme Leute, die sammeln die und verkaufen die am Straßenrand. Verkaufen die dann so ein Riesending, so ein Pott, mashallah, für
für kleines Geld. Subhanallah. Letztendlich, kommen wir zurück zum Thema, damit es nicht zu lang wird hier und heute. Es gibt Sachen, die sind natürlich günstiger dort, ja. Aber das meiste in diesen Ländern ist importiert. Das allermeiste. Ja, und dann gibt es noch Länder zum Beispiel, die gar keinen Hafen haben. Ja, wie zum Beispiel Niger, wie zum Beispiel Mali, ja, Länder, die Tschad, ja, in Zentralafrika, in allgemein die Länder, die gar keinen Hafen haben, die gar nicht am Meer sind, die Mauretanien, die importieren ja fast alles, ist importiert. Also ich war mal in einem Laden, da habe ich gefragt, da hatten die, das war glaube ich in der Hauptstadt, da haben die Nutella gehabt, so ein kleines Glas, 10 Euro, so ein kleines Glas Nutella. Ja, alles importiert und natürlich auch dementsprechend importiert, ist natürlich auch dementsprechend teuer. Ja, wird es wieder gekauft, dann importiert, Zoll bezahlt, Gewinn für den Importeur, importiert, reingebracht aus dem Ausland. Ich kann Arabisch lesen, du kannst schon deine Frage auf Arabisch stellen, kein Problem, Can. Aber ich beantworte sie nicht jetzt. Okay, und deswegen ganz ehrlich, kurz zusammengefasst, ich denke persönlich, da es sogar machbar ist, hier in Deutschland, England, diese Länder, wo es, sag ich mal, recht teuer ist quasi, ist eigentlich gar nicht teuer, ich denke mal, hier wäre es möglich, eine Person satt zu machen, definitiv mit 1, 2 Euro. Ja? Wenn man zu Hause kocht, auch wenn da Fleisch dabei ist, sagen wir mal, Hähnchenfleisch oder Hackfleisch oder sowas, nicht unbedingt. Ja? Ich musste lachen jetzt wegen deinem Vater hier, der schreibt hier, Nutella ist Schwert, weißt, die Süddeutschen hier. Auf jeden Fall, Barakallahu fikum, ich denke, 1 bis 2 Euro ist definitiv ausreichend für eine Person zu speisen. 1-2 Euro kann man sich ja kaufen. Nee, 1-2 Euro, wenn du zu Hause kochst, ja, wenn du zu Hause kochst, kannst du eine Person definitiv satt machen, auch wenn man viel isst, ja. Wenn du Reis kochst oder Nudeln kochst, wie viel brauchst du dafür? Ja, für eine Person. Und es ist nicht unbedingt so, dass man unbedingt Fleisch geben muss zum Speisen. Ja, manche sagen, es ist besser, weil man ja auch so selber isst. Aber manche essen ja auch viel vegetarisch oder so, deswegen, oder mal so. Aber definitiv, ich denke, dass 1 bis 2 Euro ist ausreichend. Und besonders bei einer Frau zum Beispiel, die muss jetzt zum Beispiel, wie deine Tante, keine Ahnung, 10 Jahre Ramadan nachholen, weil sie Kinder die ganze Zeit nonstop entweder Kinder bekommen hat oder gestillt hat. Und dann hat sie viele Ramadane und dann hat sie für, keine Ahnung, ja, hat sie irgendwie für 270, 300 Tage nachzuholen. Und wenn du ihr dann sagst, mal 5 Euro, mal 10 Euro, hat sie da ein paar tausend Euro zu zahlen. Ja? Und deswegen, ich denke, dass 1 bis 2 Euro definitiv in Ordnung sind, islamisch gesehen. Das würde definitiv Leute speisen und satt machen. Und besser vielleicht 2 Euro, ja, besser vielleicht 2 Euro, aber ich denke 1,50 Euro, je nachdem, ja, wer genug hat, der soll es einfach geben, weil am Ende des Tages alles, was darüber hinaus ist, über dem, was du geben musst, genauso wie bei Zakatul Fitr, ja, wenn man Ramadan zu Ende gefastet hat, Zakatul Fitr zu geben, gib mehr, das, was du mehr gibst, oder Zakat, du musst Zakat zahlen, ja, Zakat, was eine Säule ist vom Islam, du musst Zakat zahlen von dem Besitz, was du hast. Sagen wir mal, du musst 500 Euro Zakat zahlen, ja, weil du zum Beispiel, was du in einem Jahr gespart hast, bei dir geblieben ist, 20.000 Euro, 2,5%, 500 Euro, ja, du musst 500 Euro geben, dann ist kein Problem, gib ruhig 550 Euro, gib 600 Euro, ja, weil du bist dir nicht ganz genau sicher, wann hast du Geld abgehoben, wann ist das gekommen, wann ist das rausgegangen und wie viel war es ganz genau, gib einfach ein bisschen mehr, ja, ob du jetzt 500 Euro gibst oder 550, wird dir nicht viel wehtun. Das, was drüber ist, über deine Pflicht, ist Sadaqa. Es wird dir sowieso gut geschrieben und du wirst dafür belohnt, inshallah. Ja? Jazakum Allah khairan und barakallahu fikum. Also inshallah, ich hoffe, inshallah, es war verständlich, das Thema mit Stillen und Schwangere. Wenn es ein Ramadan ist, also ein Monat, 2 Monate nachfasten, sobald es viele Monate sind, die man nachholen muss, nicht nachfasten, sondern nur speisen. Für jeden Tag einen speisen. Ich hoffe, inshallah, das Thema war genügend. Barakallahu fikum. Aufschlussreich und
genügend erklärt, so dass man das verstanden hat, das Thema. Wenn ich irgendwas vergessen habe oder es nicht verständlich war, kann man mir inshallah trotzdem dann die Frage dazu noch stellen, entweder jetzt hier im Kommentarfeld oder privat. Barakallahu fikum. Dritte Thema, ich habe ja vier Sachen, glaube ich, angekündigt, oder? Das dritte Thema war, was war das dritte Thema? Was kann mir jetzt irgendwann mal schreiben, was ich hier für Themen angekündigt habe? Jazakallahu khairan, Bruder. Barakallahu fik. Möge Allah dir eine rechtschaffene und schöne Frau schenken. Was kostet es, einen? Das habe ich ja schon. Nachholen oder? Das habe ich ja. Weißt du anders? Muss die stellen. Gebetswaschung, genau. Genau. Jazakallahu khairan. Was habe ich noch? Habe ich da noch? Da muss man Wudu. Also Gebetswaschung und dann Ganzkörperwaschung. Okay, also. Wenn man die Ganzkörperwaschung, arabisch Al-Ghusl machen muss, ja, reicht das, wenn ich nur die Ganzkörperwaschung mache, ist dann schon die kleinen Waschungen, also die, barakallahu fikum, den Wudu, muss ich den Wudu noch extra während des Duschens, des Badens, ja, dem Ghusl, muss ich vorher währenddessen oder am Ende noch Wudu machen? Abdest, türkisch Abdest. Abdest Warabi. Ja? Muss ich den Wudu machen, Abdest machen? Oder reicht das? Oder reicht das, dass man einfach den Ghusl macht, den Ganzkörperwaschung? Da ist es, liebe Geschwister, wichtig zu wissen eine Sache. Eine Sache ist sehr, sehr wichtig. Und zwar den Unterschied zwischen den freiwilligen Ghusl. Ja, das heißt, du machst einfach so mal Ghusl. Oder den Ghusl zum Jumu'ah, zum Freitagsgebet. Ganz gleich, ob man die Meinung hat, dass es Pflicht ist oder dass es Sunnah Mustahabba ist. Ja? Weil es gibt ja Ghusl zu machen freitags. Da gibt es Meinungsverschiedenheit zwischen den Gelehrten. Manche Gelehrte sagen, es ist Pflicht. Weil der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, es ist Pflicht für jeden. Also wortwörtlich, Farida, Fard. Ja? Es ist Fard. Farz, wie manche das sagen, aber Fard auf Arabisch. Es ist Pflicht, jeden Freitag Ghusl zu machen. Aber trotzdem gibt es die Meinung der Gelehrten, das ist eine Meinungsverschiedenheit und ist eine akzeptable Meinungsverschiedenheit, liebe Geschwister, barakallahu fikum, in diesem Zusammenhang. Ob man Ghusl machen muss, das gilt natürlich nur für die Männer, weil die ja verpflichtet sind zum Freitagsgebet zu gehen. So, dann gibt es eine Meinungsverschiedenheit. Uthman ibn Affan radiallahu anhu kam auch einmal zur Moschee und hat keinen Ghusl gemacht, weil er war beschäftigt etc. Es gibt ja nicht viele Hadithe darüber. Letztendlich, es gibt eine Meinungsverschiedenheit zwischen den Gelehrten, ob es Pflicht ist oder ob das Mustahab ist, erwünscht. Keine Pflicht, sondern nur wünschenswert. Zum Jumu'ah, ja. Aber egal, egal welche Meinung man hat, wenn man Ghusl macht, ja, wenn man Ghusl macht, die Ganzkörperwaschung, obwohl man es nicht muss, das ist eine Sache. Ja? Und vielleicht kann man das so sagen, damit man das schon mal abgeschlossen hat. Derjenige, der Ghusl macht, obwohl er es nicht machen muss, weil er nicht im Zustand ist der Janaba, ja, der Unreinheit. Und das ist aufgrund A, weil er, sagen wir mal erstmal die Frauen, eine Frau, die ihre Menstruation hatte, sie muss, wenn ihre Menstruation vorbei ist, sie muss Ghusl machen. Ja? Nummer zwei, die Frau, die ein Kind bekommen hat. Eine Frau, die ein Kind bekommen hat und sie dann ihr Wochenbett hat, ja, Nifas, auf Arabisch Nifas, eine Frau, die Nifas, eine Frau, die ein Kind bekommt, sie hat ja Nachblutungen, 40 Tage,
zählt sie im Nifas, das heißt, so wie ihre Menstruation hat eben diesen Hukm, dieses Urteil. Sie betet dann nicht, ja, sie betet dann nicht in dieser Phase. Aber danach, nach den Nachblutungen von der Geburt quasi, wenn das vorbei ist, muss sie Rüssel machen, Ganzkörperwaschung machen. Das heißt, die Frau, die ihre Menstruation hatte, danach muss sie Rüssel machen. Die Frau, die ein Kind bekommen hat und nach den Nachblutungen, danach, nach dem Wochenbett, muss sie Rüssel machen. Der Mann und die Frau, die zum Orgasmus gekommen sind, egal auf welche Art und Weise, sie müssen Rüssel machen. Egal auf welche Art und Weise, sage ich extra. Ja? Egal auf welche Art und Weise, halal, haram, gewollt, ungewollt. Ja? Gewollt oder ungewollt. Man kann ja gewollt oder ungewollt zum Orgasmus kommen, egal wer und was der Zustand ist. Oder, ja, kann auch im Schlaf passieren zum Beispiel. Egal, ob im Schlaf oder wach, egal ob halal, egal ob haram. Diese Person, die einen Orgasmus hatte, sie muss Rüssel machen, Ganzkörperwaschung machen. Und die Person, Mann oder Frau, die Geschlechtsverkehr hatten. Ganz gleich, ob sie einen Orgasmus hatten oder nicht. Sie müssen Rüssel machen, ja. Diese Personen, liebe Geschwister, die alle Rüssel machen müssen, eine Ganzkörperwaschung machen müssen, diese Leute, wenn sie die Ganzkörperwaschung machen, sie müssen nicht Wudu machen. Sie müssen nicht. Sie können und es ist besser. Ja? Sie können und es ist besser. Ich bin so vergesslich. Warum bin ich so vergesslich? Ja. Akku fast leer. So. Ja, warum? Weil es gibt die Methode, dass man Rüssel macht, die Ganzkörperwaschung, was nach der Sunna des Propheten Mohammed sallallahu alaihi wasallam ist. Und es gibt die Art und Weise, Rüssel zu machen, die ausreichend ist. Es ist nicht die Sunna, es ist nicht das Beste, dann wirst du nicht am meisten belohnt, aber sie ist ausreichend. Und zwar ist das was? Dass dein Körper komplett mit Wasser berührt wird. Ja, das heißt, eine Person, und was braucht man dafür? Man braucht, die einzige Bedingung ist dann die Absicht. Du musst die Absicht haben, ich will Rüssel machen. Ja? Wenn du die Absicht hast, ja, wenn du die Absicht hast, ich will Rüssel machen, ich will die Ganzkörperwaschung machen, dann ist es egal, wie Wasser deinen Körper berührt. Du kannst zum Beispiel die Absicht machen, okay, ich mache jetzt Rüssel, weil du hattest eine Janaba, du hast eine Unreinheit gehabt, Menstruation, Wochenbett vorbei, Geschlechtsverkehr, ist egal warum. Ja, du musst Rüssel machen. Du hast die Absicht, ich mache jetzt Rüssel. Wie kannst du das machen? Du kannst einfach die Absicht machen, ich mache jetzt Rüssel. Und dann springst du einfach ins Swimmingpool rein und wieder raus. Fertig. Ja, eine andere Möglichkeit. Dusche, ja, Wasser an. Und dann lässt du einfach Wasser über deinen Körper laufen, von Kopf bis Fuß. Komplett nass. Chalas. Du brauchst kein Wudu zu machen, gar nichts. Es wäre ausreichend. Oder Badewanne ist voll, du gehst einmal rein, gehst einfach komplett mit deinem Kopf rein, komplett in die Badewanne rein, raus, chalas. Du kannst auch beten gehen, alles machen. Koran anfassen, beten, alles machen, wofür man den Wudu braucht quasi. Ja? Aber du hast die Absicht gehabt, Rüssel zu machen. Weil wenn du genau diese Sachen machst, du gehst ins Wasser rein, Meereswasser, Fluss, Swimmingpool, egal. Ja? Badewanne, Dusche, du gehst rein, aber du hattest ja eigentlich die Absicht, dich zu waschen, weil du Sport gemacht hast. Du hast die Absicht gehabt, dich abzukühlen, weil es heiß ist. Ja, du hattest nicht die Absicht gehabt, die Ganzkörperwaschung zu machen. Du kannst nicht so beten gehen. Du hast kein Wudu. Und du bist immer noch in dem gleichen Zustand der Unreinheit. Du brauchst immer noch Rüssel. Ja, weil der Rüssel funktioniert nur mit der Absicht. Ich habe die Absicht. Die Absicht muss man natürlich nicht sprechen. Ja, du hast aber die Absicht, ich gehe jetzt duschen oder baden oder Rüssel machen, damit ich bete, ja. Dann kannst du das so machen. Es ist nicht die beste Art und Weise. Es ist nicht die vollkommene Art, die Ganzkörperreinigung durchzuführen. Aber sie ist ausreichend. Wenn du das machst, du hast zum Beispiel frischig Zeitdruck. Du weißt, in 5 Minuten ist das Gebet in der Moschee. Ja, ich bin gerade vom Sport gekommen. Aber ich muss Rüssel machen, weil, sagen wir mal, jetzt eine Frau zum Beispiel sagt, ich hatte Menstruation gehabt jetzt, meine Menstruation ist vorbei,
und sie möchte jetzt in der Moschee beten. Sie hat nur 5 Minuten. Sie schafft das sonst nicht. Dann geht die unter die Dusche, macht die Absicht. Okay, ich dusche jetzt zum Beispiel. Ganzkörperwaschung, ohne Wudu zu machen. Ja? Ohne jetzt Hände, Haare, Füße waschen. Einfach einmal Wasser komplett um den ganzen Körper. Den ganzen Körper mit Wasser. Ja, ohne Seife geht auch. Seife hat damit nichts zu tun. Ja? Was aber wichtig ist, liebe Geschwister, zu wissen, es gibt Meinung von Gelehrten, da gibt es auch Meinungsverschiedenheit, dass sie sagen, Ganzkörper würde reichen, nass zu machen, aber Nase und Mund muss man noch dazu spülen. Ja? Weil Nase und Mund gehört zwar zum Gesicht, aber es ist halt drinnen. Ja? Deswegen, dass du einmal kurz Wasser in der Nase quasi so nimmst und einmal, ja, spülst. Einmal, wäre auch kein Problem, ist easy, leicht, ja, nimmt auch keine Zeit. Auch wenn man in Zeitdruck ist, würde das ja trotzdem quasi reichen, dass man das so macht. Es gibt manche Gelehrte, die sagen, nein, ist nicht Pflicht. Ganz Körper so nass zu machen, würde reichen. Warum? Weil es gibt Hadithe, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam zu einem gesagt hat, der Russ machen musste. Er hat ihm einfach gesagt, nimm 2 Behälter und kipp sie über dich. Nimm 2 Behälter Wasser und kipp sie über dich. Und so, und deswegen gibt es Meinungsverschiedenheit, weil es andere Hadithe gibt, wo immer Mund und Nase extra spezifisch steht, dass man die durchspülen muss quasi. Ja? Muss man Shampoo, Seife oder überhaupt etwas davon benutzen? Muss man gar nicht. Aber was wichtig ist, liebe Geschwister, derjenige, der in einem Zustand ist, der Janaba, der Unreinheit, beispielsweise weil er Geschlechtsverkehr hatte und oder er an seinem Körper zum Beispiel Unreinheit hat, dann muss er natürlich vor dem Russel, bevor er das macht, muss er diese Unreinheit waschen von seinem Körper. Ja, sagen wir mal jetzt unreines Blut oder Urin oder was auch immer. Ja, oder Tropfen von Lusttropfen oder was auch immer. Ja, dann muss er das natürlich, das was unrein ist, muss weggewaschen werden. Mit Shampoo, ohne Shampoo ist egal, kann auch nur mit Wasser sein. Aber sobald sein Körper sauber ist, er muss nur einmal Wasser drüber. Das heißt wirklich, du kannst die Absicht nehmen, ich will jetzt Russeln machen, ich muss jetzt eine Ganzkörperwaschung machen, du bist gerade am Strand, du springst einmal rein mit der Absicht, du springst einmal rein, gehst raus, halas, du kannst direkt beten gehen. Ja? Aber trotzdem sage ich, besser wenigstens Nase und Mund spülen. Ja? Dann bist du inshallah ganz, ganz auf der sicheren Seite. Wenn du aber natürlich die richtige fette Belohnung mitnehmen willst und richtig die Sünde des Propheten Muhammad sallam machen möchtest, dann machst du es aber anders. Dann machst du nicht nur diese kurze Version, sondern du machst dazu noch den Wudu. Ja, wie oft überliefert wurde, authentischen Hadithen von vielen verschiedenen Sahaba und den Frauen des Propheten Muhammad sallam, wie er das gemacht hat. Und zwar hat er, wenn es an seinem Körper Unreinheiten gab, hat er das weggewaschen und dann hat er Wudu gemacht. Ja, da hat er Hände 3-mal, Mund 3-mal gespült, Nase 3-mal gespült, Gesicht 3-mal gewaschen, Hände 3-mal bis zum Ellbogen gewaschen, beide Seiten. Dann hat er es über seine Haaren gegangen, dann seine Ohren gewaschen und dann, ja, innen, außen. Und dann hat er, was er aufgemacht hat, dann hat er seine rechte Seite Wasser gekippt, über seine rechte Seite. Und dann hat er über seine linke Seite Wasser gekippt. Und dann hat er die Füße gewaschen am Ende. Ja? Und das muss man nicht unbedingt so machen. Man kann auch die Füße direkt machen. Weil damals haben die zum Beispiel auch oft, nicht jetzt wie jetzt, hier wie in den Badezimmern heutzutage, dass sie dann zum Beispiel so eine Badewanne hatten oder eine Dusche, wo der Boden sowieso sauber ist und dieses Material auch hatten. Sondern die hatten manchmal, wie auch in Afrika oder so, die haben einfach nur Erde. Ja? Einfach nur Erde. Und wenn man dann Wasser über sich kippt etc., dann ist die Erde nass. Aber eventuell ist da eine Unreinheit, ne? Eine Unreinheit und deswegen hat er dann zum Beispiel am Ende seine Füße gewaschen. Deswegen, man kann das so oder so machen. Also Füße ganz am Ende waschen, wenn man fertig ist mit Russel. Oder direkt, wenn man Wudu gemacht hat, nach Haare und Ohren, direkt die Füße waschen auch. Kein Problem. Kann man so oder so machen. Ist kein Problem, inshallah. Auf jeden Fall. Und das ist die Sünder-Version. Das ist die längere Version. Also mit Wudu. Das heißt, wenn du mit Wudu machst, dann ist das die vollkommene Version und dann hast du die meiste Belohnung. Aber du musst das nicht. Es ist nicht die Bedingung. Die Bedingung ist einfach, deinen ganzen Körper komplett mit Wasser zu bedecken, mit natürlich der Absicht. Aber das ist nur, wenn es ein Pflichtrussel ist, ein Pflicht,
Ganzkörperwaschung. Ja, nach Menstruation, nach dem Wochenbett, nach dem Geschlechtsverkehr, nach dem Orgasmus, gewollt, ungewollt, halal, haram, egal. Ja, das ist so. Wenn man aber freiwillig Russel macht, zum Beispiel, ja, ich gehe jetzt mal eine Russel machen, einfach so. Ja, ich bin sowieso am Duschen, ich will jetzt Russel machen. Dann musst du Wudu machen, sonst zählt deine Russel nicht. Oder zum Beispiel das Freitagsgebet, Jumu'ah, ja, das Freitagspflichtgebet in der Moschee, das Jumu'ah-Gebet. Als Mann hast du ja sowieso, ja, diese Situation nicht mit Menstruation, Wochenbett etc. Du hast keinen Geschlechtsverkehr gehabt, du hast keinen feuchten Traum gehabt, nichts. Du willst einfach jetzt für das Jumu'ah-Gebet die Ganzkörperwaschung machen. Dann musst du Wudu machen. Du kannst nicht diese abgekürzte, weil du bist nicht in Geneva. Ja? Allah sagt im Koran, وَإِن كُنْتُمْ جُنُوبًا فَاتَّهَرُوا. Ja, es gibt ja Beweise dafür. Wenn ihr Junub seid, wenn ihr im Zustand seid der Geneva, ihr habt ein Pflichtrussel, dann musst du Wudu machen dazu. Ich bitte die, ich will jetzt nicht diese Kommentare lesen, ehrlich gesagt, aber ich bitte inshallah die Geschwister, keine Fragen zu stellen und zu viel zu diskutieren. Und ehrlich gesagt, ich habe jetzt schon, glaube ich, vorgestern mit angefangen, ich werde einfach härter mit Leuten blockieren. Ja, jemand, der eine Frage hat oder so normal kommentiert, ist kein Problem, aber jemand, der nonstop schreibt oder Fitna macht, weil das unterbricht und stört den Unterricht, und ich weiß ja, das schreiben ja manche Leute, weil sie, ne, ich meine, ich würde an eurer Stelle, wenn ihr die Kommentare wegwischen könnt, dass ihr die gar nicht liest, dann ist es besser, dann könnt ihr euch besser konzentrieren, besser zuhören, besser vielleicht profitieren. Ja, aber wenn man trotzdem das will, dann ist es halt so, dass man trotzdem mitlesen kann, aber dann sollen wir, dann finde ich es auch besser, dass die Leute auch nicht die ganze Zeit stören und nonstop schreiben. Und ich habe auch keine Lust, das immer zu lesen, ehrlich gesagt. Ich lasse trotzdem gerne offen, weil manchmal vielleicht brauche ich Hilfe, weil ich etwas vergessen habe oder so. Oder eine wichtige Frage zum Thema oder so. Oder jemand beleidigt unter der Gürtellinie oder so. Und dann kann man, ja, deswegen lasse ich das auch gerne offen. Aber manche Leute, die stören echt sehr, sehr viel. Und deswegen mit diesen Leuten, die extrem viel stören und unnützliches Zeug schreiben, die blockiere ich dann einfach. Und es tut mir leid, wenn das so hart klingt, aber ist einfach so. Okay, inshallah, das dazu. Freiwilligen Russen, ja. Freiwillige Russen, da muss man Wudu machen. Wenn du kein Wudu machst, du kannst nicht so beten gehen. Ja, dein Wudu zählt nicht. Du bist nicht im reinen Zustand. Wenn du, quasi einer geht auf Toilette, ja, er muss Wudu machen. Und dann sagt er, ach komm, ich gehe jetzt kurz duschen. Dann duscht er. Und dann sagt er, ach komm, ich bin sowieso am Duschen, ich mache jetzt einfach Russen. Ja, obwohl er gar kein Russen machen muss. Und dann, derjenige muss Wudu machen. Der muss Abdessen machen. Sonst zählen seine Gebete danach nicht. Okay? Verstanden? Habt ihr es verstanden? Ja. Ja? Okay, inshallah. Letzter Punkt, letztes Thema. Ja, ne? Hm? Ja, ne? Freut sich. Eine Stunde, ne? Bestimmt eine Stunde. Haben wir schon mehr als eine Stunde? Ja. Bestimmt so anderthalb. Maybe. Ich glaube, Instagram sind nett geworden. Man kann jetzt länger als eine Stunde am Stück machen. Ja, auf jeden Fall. Okay, dann gehen wir mal schneller weiter. Hat jemand? Was ist das für eine Frage? Dass der Prophet das im Russen machte und anschließend Wudu dazu. Ja, ist kein Problem. Ja, kein Problem. Also du kannst, wenn du Russel machst, kannst du, wenn du sauber bist, ja, wenn keine Unreinheit an deinem Körper ist quasi, dann kannst du Wudu machen am Anfang oder am Ende oder zwischendurch, ist kein Problem. Ja, während des, was macht deine Frau, die auf Reise ist und keine Möglichkeit hat, sich zu reinigen nach ihren Tagen, wenn die Gebetszeit ist, zum Beispiel Asr. Wenn sie keine Möglichkeit hat, Russel zu machen, ja, weil sie kein Wasser hat, beispielsweise, dann macht sie Tayammum. Macht sie Tayammum. Genauso auch wie der Mann, der kein Russel machen kann, weil er kein Wasser hat. Er macht dann Tayammum. Benutzt ihr Shampoo für eure Haare? Okay. Du benutzt einen Bremsenreiniger. Was benutzt du? Bremsenreiniger? Ja. Okay. Also.
Ich cool. Ach so, das sind die Oliven im Stabil benutzen. Keine Ahnung, ob das ein Bruder ist. Oder eine Schwester, kann auch eine Schwester sein. Okay. Okay, inshallah, letzten Punkt, nächsten Punkt, was habe ich noch? Das war das Hm? Nein, mal. Das war das letzte. Nein, ich hatte vier Sachen angekündigt. Guck mal, check mal nach. Das war noch Wudu. Wudu haben wir aber gerade schon. Was war das vierte Thema? Das letzte, was ich gesagt habe, war Ganzkörper. Nein. Was war Nummer 1? Ich hatte Wudu angekündigt, Russen. Ganzkörperwaschung, ne? Das erste war Gebetswaschung. Ja, okay, das haben wir gerade. Dann Ganzkörperwaschung. Ja, weiter. Wann ist die Zeit für die Morgen? Ah, genau, das habe ich. Okay. Ganz kurz. So. Genau, Bittgebete. Adhkarus Sabah und Masa, wann ist die Zeit dafür? Eine Schwester hat gerade gefragt, wie streicht man über seine Socken? Ja? Können wir das vielleicht auch kurz nehmen noch? Ja? Wann kann man über die Socken streichen? Wie lange kann man über die Socken streichen? Kann man über alle Socken streichen? Und über welche Socken kann man streichen? Okay? Nummer 1, was ist die Bedingung, dass man über Socken streichen darf? Sag's mir. Eine Bedingung. Du musst Russel haben. Was sagst du? Das heißt, du kannst nur über deine Socken streichen, wenn du Russel gemacht hast? Nee, die kann halt nicht so Ledersocken sein. Was? Nee, wann kann man über seine Socken streichen? Die Bedingung dafür. Wenn du nicht unrein bist. Ja, okay, du streichst halt drüber, wenn du gerade Odo machst. Ja. Du machst gerade Odo und dann streichst du halt drüber. Aber was ist die Bedingung, dass ich darüber... Du musst davor schon über deinen... Deine Socken müssen sauber sein. Sag mal. Komm, wann kann ich über... Die Bedingung dafür ist natürlich... Was du fragst. Du sagst es, ja, okay. Was ist die Bedingung, dass man über die Socken streichen darf? Man muss Rodo... Also bevor man die angezogen hat, muss Rodo... Aha. Ciao, Güzelabe. Richtig. Ausnahmsweise ist richtig. Auf jeden Fall, richtig. Wenn du sie angezogen hast, musst du Wudu gehabt haben. Musst du im Zustand sein der Reinheit. Der Prophet Muhammad sallam, ein Sahabi, wollte gerne, Sahaba sind schon krasse Menschen, ja? Oder krasse Menschen. Oder einfach unglaubliche Menschen, diese Menschen, subhanallah. Subhanallah. Ich habe mich gerade erinnert an Abdullah ibn Zubayr radiallahu anhu. Als kleines Kind, subhanallah, was sie für Menschen, diese Menschen einfach, was sie für ein Verständnis hatten in der Religion, für eine Liebe zum Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Echt krass. Ich wollte eigentlich erstmal diesen Hadith nennen. Ein Sahabi, der wollte den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, die haben sich ja gestritten, ja, wer dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam zum Beispiel hilft, ihm beim Wudu zu helfen, für ihn Wasser zu holen, dass er Wudu nimmt oder so, ja. Das war für sie eine Ehre natürlich. Ehre, ja. Das ist der Superstar von Superstar, ja. So ein Superstar gibt's gar nicht. Und auf jeden Fall, subhanallah, ein Sahabi wollte ihm gerade quasi die Socken ausziehen, ja. Damit er Wudu macht und seine Füße wäscht. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte zu ihm, da'ahuma. Lass sie beide, diese Dualform, ja, im Arabischen, Muthanna, 2. Lass sie, brauchst du nicht auszuziehen, lass sie, denn ich habe sie angezogen mit Tahara, mit Wudu. Ich hatte Wudu, als ich sie angezogen habe. Ich werde nur drüber streichen. Ja, das ist der Beweis dafür, dass die Bedingung, dass man drüber streichen muss, du ziehst sie an, ja, du ziehst sie an, wenn du Wudu hattest. Wenn du sie angezogen hast, obwohl du kein Wudu hast, dann darfst du auch nicht drüber streichen. Never. Funktioniert nicht. Dein Wudu ist ungültig, wenn du das machst. Du darfst nur drüber streichen, wenn du sie angezogen hast,
im Zustand von Tahara, von Wudu. Ja? Das ist die Bedingung dafür. Die größte Bedingung. Dann kann man darüber streiten, ja, müssen das Ledersocken sein oder normale Socken oder müssen diese Socken ein bisschen dick sein, können die durchsichtig sein, ganz, ganz dünn, wie Strumpfhosen zum Beispiel. Ganz ehrlich, wenn sie, ja, weil das ist ein großes Thema, wenn wir jetzt tief in die Materie gehen, verschiedene Meinungen von verschiedenen Gelehrten, Abu Hanifa sagt, die hanifitische Rechtsschule sagt so, die sagen, Hauptsache, die hat die Form eines Schuhs oder Hauptsache, man kann darin laufen. Gibt es verschiedene Gelehrten, verschiedene Rechtsschulen mit verschiedenen Meinungen. Aber ganz ehrlich, kurz und knapp gesagt, die dürfen nur nicht so dünn sein, dass man deinen Fuß sehen kann. Beziehungsweise nicht so dünn sein, dass das Wasser komplett einfach durchsickt, ja, durchgeht auf deine Füße. Weil dann hat das keinen Sinn mehr, diese Socken. Ja, das Wasser geht ja sowieso an deine Füße, dann kannst du auch direkt waschen. Ja, solange das, also normale Socken, Strümpfe gehen. Und alles, was da drüber ist, Ledersocken, Stiefel, ja. Aber was müssen die bedecken? Das ist wichtig zu wissen. Ganz besonders für unsere Jugendlichen. Für unsere Jugendlichen, die faul sind, ja. Die sind nicht faul, wenn es um Burger geht oder, ja, um Spielen geht und Spaß geht, sind die nicht faul. Aber wenn es um Nudo geht, sind die ja faul leider oft. Diese Socken zum Beispiel, die vielleicht Frauen oder, ja, Leute gerne anziehen, die unter den Knöcheln sind, diese, wie nennt man die? Keine Ahnung, haben die einen bestimmten Namen? Sommersocken. Ja, so, du nennst sie so, ja? Socken, die unter den Knöcheln sind. Vielleicht heißen die auch Sommersocken, keine Ahnung, ich weiß nicht. Ja? Socken, die unter den Knöcheln sind. Das heißt, die bedecken nur deinen unteren Fuß, ja? Aber die Knöchel kann man sehen. Die Knöchel sind nicht bedeckt. Genau wie diese, ja? Diese Socken oder Sneakersocken, vielleicht hast du auch Sneakersocken. Jemand, eine Schwester schreibt Sneakersocken. Ja? Socken. Füßlinge heißen die. Halbsocken. Dein Sohn sagt, die heißen, wie hast du es gesagt? Sommersocken. Dein Vater sagt einfach Halbsocken. Warte. C. C-Socken. Füßlinge. Egal wie sie heißen. Auf diesen Socken, liebe Geschwister, kann man nicht drüber streichen, ja? Egal wie sie heißen. Auf diesen Socken kann man nicht drüber streichen. Warum? Weil die Gelehrten sagen, du musst das, was man normalerweise den Fuß waschen muss, dieser Part von deinem, oder diese, ja, diese, die gleiche Stelle, ja, muss auch, bedeckt werden. Und dann kannst du darüber streichen. Und dann ist es egal, was du da anhast. Ob das Strümpfe sind, normale Strümpfe, ob das Lederstrümpfe sind oder auch Stiefel, Schuhe sind. Ja, es gibt ja Schuhe oder wie Stiefel. Stiefel sind ja auch höher als die Knöchel. Sobald die Knöchel bedeckt sind, egal was für eine Materie das ist quasi, Schuhe, Lederschuhe, normale Schuhe, hohe Sneaker, Sneaker gibt's ja. Ja, Sportschuhe, sagen wir mal. Hohe Schuhe, Sportschuhe gibt es ja auch, wie nennt man die immer? High Tops. Ja, wie? High Tops. Die also diese, wie die, ja die genau. Air Force oder so zum Beispiel, diese hohen, ja. Sobald die Knöchel bedeckt sind, egal was das ist für ein Stoff, darüber kann man streichen, inshallah. Wie lange gilt das? Es gilt für 5 Gebete, für einen Tag. Wenn du in deiner Stadt bist, wenn du kein Reisender bist, wenn du sesshaft bist in deiner Stadt, kannst du 24 Stunden lang als Erleichterung, musst du nicht, du kannst auch deine Füße waschen, du kannst die Socken ausziehen und deine Füße waschen, kriegst vielleicht auch mehr Belohnung oder gleich, inshallah, ist kein Problem. Aber wenn du das siehst als Erschwernis, dafür wurde es ja halal gemacht und zur Religion gemacht, dieses Angebot anzunehmen. Ja, du kannst über deine Socken oder deine Stiefel streichen. Ja, wenn du in einer Stadt bist, wenn du kein Reisender bist, einen Tag lang, 24 Stunden, 5 Gebete quasi, ja. Wenn du auf der Reise bist, 3 Tage kannst du das machen. Natürlich, wenn du sie ausziehst und schlafen gehst oder so, dann zählt das wieder. Das erste Mal musst du ja dann wieder waschen. Aber sagen wir mal, jemand ist auf der Reise, rein theoretisch, ja. Rein theoretisch ist auf der Reise, er fährt
und er fährt ein paar tausend Kilometer und er hat seine Schuhe, sagen wir mal, ja, seine Stiefel, sagen wir mal, 2 Tage lang an, Soldat zum Beispiel oder keine Ahnung, dann kann er rein theoretisch 2 Tage lang immer drüber streichen, ja, oder 3 Tage. Was, wenn der, wenn seine Knöchel bedeckt sind, ne? Also mit, also der hat so Socken bis hier an, aber der Schuhe an, da kann der drüber streichen. Wenn man zum Beispiel Strümpfe anhat, die Strümpfe gehen über die Knöchel. Dann hat er zum Beispiel Sneaker an, die gehen nicht über die Knöchel. Da kann er nicht über diese Schuhe streichen. Ja? Oder wenn er vorher zum Beispiel über die Strümpfe gestrichen hat, dann kann er nicht einfach jetzt zum Beispiel Schuhe anziehen und dann darüber streichen. Was ist, wenn der so Halbsocken anhat und dann die Sneaker anzieht? Wenn er zum Also. Beispiel Halbsocken anhat und dann hat er Stiefel an, ja, und er hat aber, als er die Stiefel angezogen hat, ja, die über den Knöchel gehen, hat er Wudu gehabt. Ja, hast du schon Wudu gehabt? Dann kannst du, wenn du danach Wudu machst, kannst du auch über die Stiefel oder hohen Schuhe, kannst du auch streichen. Aber natürlich, wenn du in die Moschee gehst, dann musst du die ausziehen, ja. Jetzt aber die nächste Frage, was vielleicht wichtig ist. Was ist, wenn nur ein kleiner Teil von Knöcheln zu sehen sind? Also die Knöcheln müssen komplett bedeckt sein. Ja, Allahu a'lam, ehrlich gesagt, ich weiß nicht genau, wenn da wirklich so ein bisschen davon zu sehen ist, weiß ich nicht. Frage einen Gelehrten, oder ich müsste echt nochmal nachfragen, lesen, suchen. Auch eine gute Frage. Hör mal zu, Herr Chaudhry, dein Sohnemann hier. Muss ich ja blamieren, der hat einfach hier Adidas-Socken an, aber die haben ein Loch. Die haben ein kleines Loch, ja. Und was ist jetzt die Frage? Was ist denn, ich wollte jetzt nicht über ihn lachen, das ist gar kein Problem, der sagt das ja selber. Maschallah, der. Was bist du, Weltmeister oder Europameister? Weltmeister, ja. Weltmeister hast du gewonnen, oder? Weltmeister, Maschallah, Tabarakallah, in. Was war das denn? Das war nicht Taekwondo, oder? Hm? Im Thai-Boxen, ja. Also der kleine Weltmeister hier im Thai-Boxen mit dem Loch in den Socken, ja, Mashallah, tabarakallah, fragt, und das ist eine gute Frage, Mashallah, ja, wenn man ein kleines Loch hat zum Beispiel, zählt das, kann man drüber streichen oder nicht? Ja, die meisten Gelehrten sagen, wenn es wirklich ein kleines Loch ist, ist kein Problem. Aber wenn da natürlich so ein Riesenloch drin ist, dass da Wasser, ja, reinkommt und der Fuß nass wird, dann muss man ausziehen und waschen, ja. Aber so ein kleines Mini-Loch ist inshallah kein Problem. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Und dann ist eine wichtige Frage, aber ich kann euch echt nicht sagen jetzt gerade, was stärker ist. Und zwar, jetzt hast du Wudu gemacht, deine Füße gewaschen, hast Socken angezogen, ja. Dann kommt das nächste Gebet, hast du einfach Wudu gemacht, aber du hast keine Lust gehabt oder es ist zu kalt. Du willst jetzt die Socken nicht ausziehen, hast du drüber gestrichen, ja, mit deiner Hand. Jetzt ist dir danach zum Beispiel warm geworden und du willst die Socken ausziehen oder du hast sie ausgezogen. Keine Ahnung, die sind nass geworden oder du hast gemerkt, die stinken nach Käse oder so. Du hast sie ausgezogen. Ja? So, was passiert dann? Du hast die Socken ausgezogen. Du hast drüber gestrichen vorher und jetzt hast du sie ausgezogen. Hast du noch Wudu oder hast du kein Wudu mehr? Warum? Ja, du hast noch. Du hast noch Udo, du hast noch kein Udo. Siehst du, gibt es beide Meinungen. Ehrlich gesagt, es gibt Meinungsverschiedenheiten zwischen den Gelehrten. Manche sagen, du hast kein Udo mehr. Warum? Weil du hast ja über diese Socken gestrichen und die Socken hast du ausgezogen. Aber du hast ja da vorne. Ja. Aber die anderen sagen, nein, du hast noch Udo. Auch wenn du die ausgezogen hast, hast du noch Udo. Warum? Weil, wenn man die Regeln guckt von Tahara, ihr habt doch Tahara gerade gelernt, oder? Bei Sheikh Ali. Ja. Das, was dein Wudu ungültig macht, auf Toilette gehen, ja, zum Beispiel, ja, egal urinieren oder groß oder Luft oder die oder das oder schlafen, die Sachen, die dein Wudu ungültig machen, dazu gehört nicht, dass man die Socken auszieht, die man, wo man drüber gestrichen hat. Und deswegen sagen manche Gelehrte, nein, du hast trotzdem noch Wudu. Also wenn man drüber gestrichen hat, und danach auszieht oder wenn man. Genau. Wenn du die schon einmal drüber gestrichen hast oder mehrmals, und dann ziehst du die aus. Du hast Udo gerade, du ziehst sie aus. Kannst du einfach so beten gehen? Manche Gelehrte sagen, nein, du hast ja deine Füße nicht gewaschen, du hast die Socken ausgezogen. Ja, aber andere Gelehrte sagen doch, du hast trotzdem Udo, weil es gehört nicht zu den Auslöscher der Reinheit. Deswegen, und Allahu a'lam, vielleicht ist das auch stärker, aber ja. Was ist, wenn man die
die auszieht und wieder anzieht. Wenn man die auszieht und wieder anzieht, gibt es Meinungsverschiedenheit auch darüber. Und manche sagen, du kannst dann darüber nicht mehr streichen. Alles gestorben. Ist das Diwali oder was? Das ist Halloween. Das ist Halloween heute. Na, Halloween. Okay. Also. Nochmal, Wudu machen. Wie bitte? Du warst ja schon eine Stunde. Kann man. Eine Stunde, wie viel haben wir schon? Schon eine Stunde, also eben, wenn ich geguckt habe, eine Stunde, anderthalb. Also jetzt anderthalb. Jetzt bestimmt so eine Stunde. Okay, wir sind ja fast fertig. Das andere Thema ist auch wirklich drei Minuten gut. Ah, genau, was ich sagen wollte. Schau mal, dieser Sahabi, den ich gerade erwähnt habe im Hadith, der wollte die Socken von Muhammad sallam, er wollte gerne, ja. Er wollte sich ehren und dem Prophet Muhammad sallam helfen beim Wudu. Der Prophet Muhammad sallam sagte zu ihm was? Nein, lass sie an. Lass sie an, ich habe sie angezogen im Zustand von Wudu. فَإِنِّي أَدْخَلْتُهُمَا طَاهِرَتَيْنِ Ja, auch im Aqal a.s. Schaut mal dieses Sahabi, was er gemacht hat. Aus der Liebe des Propheten, zur Liebe des Propheten Muhammad sallam. Es gab einen anderen Sahabi, er war von Ashab al-Sufa. Einer von den Allerärmsten. Subhanallah, mir fällt gerade sein Name nicht ein. Er gehörte zu denen, die Abu Huraira, die in der Moschee geschlafen haben. Die waren einfach total arm. Die Allerärmsten. Und sein Name war... Mir fällt sein Name nicht ein. Tut mir leid. Auf jeden Fall hat er was oft gemacht. Er ist einfach oft zum Haus. Hör zu. Der ist oft zum Haus von Muhammad Sallam gegangen. Ja, und hat sich vor das Haus von Muhammad Sassim hingestellt, nachts. Ja, hört ihr zu? Hey, hört zu. Hört auf zu spielen. Hast du gehört? Hör auf zu spielen. Dann hat er sich vor das Haus des Propheten Muhammad Sassim gestellt und hat einfach da gechillt. Der hat einfach gewartet. Worauf hat er gewartet? Er sagte sich, komm, ich stelle mich vor das Haus von Muhammad Sassim. Vielleicht steht er auf nachts oder so und er braucht Wasser. Jemand, der ihm Wasser holt vom Brunnen oder so. Vielleicht hat er etwas zu einer Erledigung und dann bin ich gerade direkt dort vor der Tür und ich kann für ihn Sachen erledigen. Dann haben wir die ganze Nacht vor der Haustür des Propheten Muhammad ist gestanden. Vielleicht beim nächsten Vortrag, vielleicht oder so. Es war nicht Julaybib, nein. Und Subhanallah. Auf jeden Fall, andere Geschichte, die ich vorhin sagen wollte, Abdullah ibn Zubayr, radiallahu anhu. Er war 8 Jahre alt. 8 Jahre alt. Er kam zum Haus vom Prophet Muhammad sallam und der Prophet Muhammad sallam hat gerade Hijama gemacht. Hijama, ja, Blutschröpfen. Ja, er hat Blutschröpfen gemacht und das Blut war in einem, dann hat er rausgeholt und Abdullah ibn Zubayr, er war 8 Jahre lang, 8 Jahre alt, 8 Jahre alt, ja. Und er kam und er sagte, was ist das, ja Rasulullah? Und der Prophet Muhammad sallam sagte zu ihm, das ist das Blut, was ich habe vom Blutschröpfen. Er hatte gesagt, nimm das und tu das weg. Ja, bring das weg. Er sagte, wo soll ich das hinbringen, o Gesandte Allahs? Er sagte, bring das zu einem Ort, wo das keiner findet oder keiner sieht. Abdullah ibn Zubayr ist mit diesem Blut, und ihr wisst ja, Blutschröpfen, eigentlich, man nimmt ja das Blut raus, was ja eigentlich nicht gut ist, ja. Ja, deswegen ist es eine sehr, sehr gute Methode für Gesundheit und hat sehr, sehr viele Nutzen. Auch heutzutage, wenn du Medizin studierst, glaube ich, ist das sogar auch ein Bestandteil vom Medizinstudium. Barakallahu fikum. Auf jeden Fall, Abdullah ibn Zubayr, er ist rausgegangen und er hatte dieses Gefäß mit dem Blut von Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und er sollte das irgendwo hin tun, ja, wo es keiner sieht. Er hat dann kurz überlegt, was soll ich damit machen, dieses Blut, wo soll ich das hinbringen? Was hat er gemacht, Abdullah radiallahu anhu? Ein 8-jähriger Junge, 8 Jahre alt. Der hat das einfach getrunken. Der hat gesagt, Bismillah, hat es getrunken. Warum? Liebe, übertriebene Liebe einfach. Übertriebene Liebe, subhanallah. Und Verstand von einem weisen Mann.
Ein kleiner Junge, subhanallah. Der kam wieder zum Prophet Muhammad sallam und er sagte zu ihm. Und der Prophet Muhammad sallam sagte zu ihm, wo hast du es hingebracht? Abdullah ibn Zubair sagte, Gesandte Allahs, ich habe es zu einem Ort gebracht, wo das keiner sehen kann. der hat ihn, wo hast du es hingebracht? Der hat gesagt, ich habe es getrunken, nur Gesandte Allahs. Subhanallah, Sahaba radiallahu anhum, hat der Prophet Muhammad sallam für eine schöne Dua gemacht, subhanallah. Und so waren sie. Aber okay, ist nicht unser Thema heute über Sahaba zu sprechen. Das wollte ich nur erwähnen. Abschließend, inshallah, letzter Punkt. Adhkar al-Sabah al-Masa. Wann ist die richtige Zeit dafür, die Bittgebete zu machen, die der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesprochen hat, morgens und abends? Ja, morgens und abends. Und bevor ich zu dem Punkt komme, vielleicht der eine oder andere würde sagen, vielleicht, wie, warum und Blut, darf man nicht, haram und so, ne? Man darf ja eigentlich kein Blut essen, trinken. Ja, abgesehen von dieser Sache. Ja, abgesehen von dieser Sache. Die haben es gemacht und es war inshallah auch rechtens und eine Ausnahme beim Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam und es war definitiv für ihn nichts Giftiges oder Ungesundes. Ja, im Gegenteil. Aber wie auch immer, nur kurz dazu, inshallah, bevor irgendjemand einen Kommentar schreibt oder komische Gedanken hat. Die Sahaba radiallahu anhum, die haben sich gestritten quasi. Ja, gestritten und beeilt, wer kriegt zuerst, wenn der Prophet Muhammad das irgendwo Wudu gemacht hat, das Wasser, Fadl von seinem Wudu, er hat Wudu genommen, das Wasser, was dann runtergeht, sie haben sich um dieses Wasser gestritten. Ja, oder um seinen Schweiß, sallallahu alaihi wasallam. Ja, warum? Weil es der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam ist und er ist gesegnet und alles von ihm war gesegnet. Und trotzdem, wir beten ihn nicht an. Und wir dürfen ihn nicht anbeten. Wir dürfen ihn nicht verehren, mehr als er darf. Mehr als er ihm gebührt ist von Allah subhanahu wa ta'ala. Mehr als man darf, was eine Verehrung ist, die nur Allah gebührt. Deswegen machen wir keinen Schirk, wie zum Beispiel die Shia oder bestimmte Sekten oder wie die Kuffar. Und der Prophet Muhammad sallam hat das selber gesagt. Er sagte, stellt mich nicht eine Stelle, stellt mich nicht über der Position, die mir gebührt. Weil ich bin nur der Diener von Allah und sein Gesandter. Ich bin nur sein Diener und sein Gesandter. Und er sagte in anderen Hadithen, La'an Allah al-Yahud wa al-Nasara. Verflucht hat Allah die Juden und die Christen. Sie haben die Gräber ihrer Propheten zu Gebetsstätten gemacht. Und das ist im Islam nicht erlaubt. Wenn du weißt, du bist in der Türkei, Marokko, in deinem Land, und du weißt, in dieser Moschee ist ein Grab drinne, nicht darin beten. Geh in eine andere Moschee und bete woanders. Nicht in dieser Moschee beten. Wenn du gebetet hast und du wusstest das nicht, dein Gebet ist inshallah angenommen, akzeptiert, kein Problem. Ja? Was ist das im Hintergrund? Rockmusiker? Nee, das ist hier Halloween. Die machen hier nur Feuerwerk. Okay, worüber habe ich gerade geredet eigentlich? Jetzt gerade? Wenn man in eine Moschee geht. Genau, mit den Gräbern. Der Prophet Muhammad, was man sagte, verflucht sind sie. Warum? Weil sie haben den Propheten einen höheren Stellenwert gegeben, als man darf und einen Anbetungsstellenwert. Ja, einen Stellenwert der Anbetung, der Ibadah, die Verehrung, die nur Gott gebührt. Ja, und dann haben sie, und er sagt, behandelt mich nicht so. Der Prophet Muhammad sagt ja immer, behandelt mich so, ich bin sein Diener und sein Gesandter. Nur sein Diener und sein Gesandter. Ich bin ein Sklave von Allah, ein Diener von, ein Knecht von Allah subhanahu wa ta'ala und sein Gesandter. Und genauso wie sie es alle waren, alle Propheten von Allah azza wa jal, waren alle seine Diener und seine Gesandter, sallallahu alayhim ajma'in, oder alayhim salatu salam. Letzter Punkt, inshallah, barakallahu fikum, liebe Geschwister. Die Adhkar, Allah zu gedenken, morgens und abends. Diese bestimmten Adhkar, die uns der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam beigebracht hat, die auch in Hisn al-Muslim stehen. In diesem kleinen, in diesem kleinen Büchlein, was sehr, sehr wichtig ist, lernt ihr auch gerade, ne? Ja? Sehr, sehr wichtig ist für einen Muslim zu lernen, weil in diesem kleinen Büchlein stehen die ganzen Adhkar. Wenn einer den Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam liebt, der muss schon einiges wissen, was da drin steht. Weil darin steht, was der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesagt oder getan hat, wenn er aufgestanden ist vom Schlaf.
wenn er sich hat schlafen legen, wenn er sich hat schlafen legen, was er gesagt hat. Was er gesagt hat, wenn er ins Badezimmer gehen wollte. Was er gesagt hat, wenn er aus dem Badezimmer rausgegangen ist. Was er gesagt hat, wenn er aus dem Haus, wenn er das Haus verlassen hat. Was er gesagt hat, wenn er sein Haus betreten hat. Was er gesagt hat, wenn er in die Moschee gegangen ist. Was er gesagt hat, wenn er in die Moschee reingegangen ist. Was er gesagt hat, wenn er aus der Moschee rausgegangen ist. Was er gesagt hat, wenn er einen begrüßt hat, der gerade von einer Reise kam. Oder jemand, der gerade auf eine Reise geht, was er ihm gesagt hat. Was derjenige sagt, wenn er auf eine Reise geht. Was du einem sagst, bei dem jemand verstorben ist. Ja, wenn du einem Beileid wünschst. Was der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, demjenigen. Was derjenige selber sagt, bei dem jemand gestorben ist. Was jemand sagt, wenn ihm ein Übel trifft. Was jemand sagt, wenn er gerade wenn er keine Sicherheit hat und er in Angstzustand ist. Was er sagt, wenn er ein Kind bekommen hat. Was er sagt, wenn er das, wenn das, wenn das, wenn das. Alle, also sehr, sehr viele verschiedene Sachen, ja, stehen genau da drin, was der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam in den verschiedensten Situationen gesagt und gemacht hat. Ja, gesagt und gemacht hat. Und wie er es gemacht hat. Mit welchem Fuß er reingegangen ist, mit welchem Fuß er rausgegangen ist. 1:1, ja. Und diese Sachen, liebe Schwester, sind ja die Sünde des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und da lernst du viel von diesen Bittgebeten. Auch diese Bittgebete, die man spricht, wenn man das Gebet anfängt, wenn man im Ruku' ist, wenn man in der Niederwerfung ist, im Sujud, wenn man aufsteht, wenn man sich hinsetzt, am Ende des Gebets. Sehr, sehr viele Bittgebete, ja. So, und darin stehen diese Bittgebete, die der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam auch morgens und abends gesprochen hat. Sehr, sehr wichtige Bittgebete, die sehr, sehr viel Nutzen haben. Schutz vor Shaitan, Schutz vor Übel, Schutz vor Unfällen, Schutz vor Auge des Neiders, Schutz vor Dschinn, Schutz vor Satan. Ja, ist alles in diesen, das Büchlein gibt es auch als App, gibt es auch als, ja, in allen verschiedenen Sprachen übersetzt. Hisnul Muslim heißt das, ja. Ganz kurz noch dazu, nicht alle Bittgebete, die da drin stehen, sind alle authentisch. Und manche sind authentisch, manche sind quasi so, darüber gibt es Meinungsverschiedenheiten, manche Gelehrte sagen, die sind authentisch, andere sagen nein. Und manche sind auch vielleicht schwach, ja, weil jeder Schriftsteller und jeder, der so ein Buch schreibt, ist nicht perfekt. Es gibt manche, die sind vielleicht auch nicht authentisch, wenn es wirklich so ist, dass man weiß, die meisten Gelehrten sagen, es ist nicht authentisch, dann braucht man das nicht zu machen, weil dann ist es nicht die Sunna. Aber inshallah, die meisten Bittgebete, die da drin stehen, sind inshallah authentisch. Ja, oder viele davon. Viele bis die meisten, würde ich sagen. Definitiv. So, wann ist aber der Zeitpunkt, wann man diese Adhkar spricht? Die morgens, die Adhkar al-Sabah, die Morgen-Adhkar, ja, morgens früh, die fangen an ab dem Fajr-Gebet. Ja, ab dem Fajr-Gebet ist der Zeitpunkt, wo man die Morgen-Adhkar macht. Am besten dann, nach dem Morgengebet. Das ist die beste Zeit. Aber allgemein im Morgen, ja, in den Morgenstunden ist es am besten. Ja. Wann ist es am besten? Oder wann kann man die nicht mehr machen? Wann ist die Zeit vorbei dafür? Duhr-Gebet ist definitiv vorbei. Ja, das Duhr-Gebet, wenn das nächste Gebet reinkommt, das Mittaggebet, dann ist es definitiv vorbei. Okay? Am besten morgens früh, weil in diesen Bittgebeten ist ja auch einiges davon, ist der Schutz von Shaitan und vor Übel. Ja, und wenn du in deinen Tag reingehst und du hast schon diesen Schutz dabei, quasi von Allah subhanahu wa ta'ala, diese Baraka und diesen Segen dabei, dann ist es am besten für dich. Okay? Wann macht man die Abend-Adhkar? Die beste Zeit dafür fängt wann an? Fängt an ab entweder dem Duhur-Gebet oder Asr-Gebet. Mittaggebet oder Abendgebet. Warum Mittaggebet oder Abendgebet? Manche Gelehrte sagen, der Abend fängt dann an, wenn die Sonne am Horizont ist, also Duhur ist ja, wenn die Sonne am Horizont ist, also ganz genau über uns quasi. Ja, ab dem Zeitpunkt fängt ja die Sonne dann an wieder. Ja, sie geht ja von morgens bis zum Mittag ist sie am Horizont, ganz oben. Und ab dem Mittag fängt sie ja an wieder runterzugehen. Deswegen manche Gelehrten sagen, ab dem Duhur-Gebet kannst du schon die Abend-Adhkar sagen. Andere Gelehrte sagen, nein, ab dem Asr-Gebet, nach dem Nachmittagsgebet. Ja, weil dann ist die Sonne quasi, dann geht sie richtig runter und das ist der Abend und dann ist der Abend. Ja. Und wenn du es aber vergessen hast, dann sagen sie auch, ist egal, dann kannst du es auch abends, später am Abend oder Nacht noch machen, weil du es vergessen hast. Ja.
Aber ansonsten, die beste Zeit ist dann ab dem Duhr oder ab dem Asr-Gebet. Allahu a'lam, ich würde sogar vielleicht sagen, vielleicht ist ab dem Asr-Gebet am besten, dann ist auf jeden Fall definitiv der Abend da. Aber es gibt die Meinung, sowohl ab dem Duhr als auch nach dem Asr. Ja, ich kenne die Namas. Okay? Wenn man sie auch abends macht, nach dem Maghrib-Gebet, ist auch kein Problem, ist auch noch Abend. Und später, ja nee, es wäre besser, es vorher zu machen und nicht noch später als das. Aber wenn man es vergessen hat, dann ist auch kein Problem. Man sollte es auf jeden Fall versuchen, immer, immer, immer zu sprechen, weil wirklich da ist Schutz vor dem, vor bösen Augen. Da ist Schutz für den Schutz, der Schutz vor Magie, Schutz vor Shaitan. Ja, da ist sehr, sehr viel Schutz drin. Und gleichzeitig ist auch noch viel, viel Baraka da drin. Sehr, sehr viel Segen. Segen für Ibadah, Segen für Gesundheit, Segen für Din, Segen für alles. Ja, also man sollte unbedingt diese Adhkar morgens und abends sprechen. Und ganz ehrlich, liebe Geschwister, wenn man die spricht, alle zusammen, ja, alle zusammen, man braucht dafür ungefähr vielleicht 5 Minuten. Ja, vielleicht, wenn man jetzt nicht Arabisch sprechend ist und die noch nicht kannte, okay, dann kann es auch sein, dass man vielleicht 10 Minuten morgens, 10 Minuten abends braucht, ja, oder 10, 12 Minuten, aber ganz ehrlich, es lohnt sich definitiv, ja, was da drin ist. Ich sage euch nur ein Bittgebet zum Beispiel, darin sagt man dreimal, Radaitu billahi rabban, wa bil islami dienen, wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya, ja. Ich bin zufrieden mit Allah als mein Herr, mit dem Islam als meine Religion und mit Muhammad sallallahu alaihi wasallam als mein Prophet. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt, derjenige, der es dreimal sagt, morgens und dreimal abends, für ihn ist es verpflichtend, ins Paradies einzugehen. Hey, das, ich sage das in 10 Sekunden. Und da ist so viel Belohnung, subhanallah. Und ich könnte jetzt wirklich über viele davon sprechen, über viele Bittgebete darin sprechen. Aber ich würde, glaube ich, auch dann würden wir inshallah vielleicht nochmal länger brauchen. Und bevor ich hier geschlagen werde, inshallah, denke ich mal, reicht das. Und dann machen wir inshallah hier und heute Schluss, inshallah. Und ich wünsche, dass Allah von uns die Rechtleitung gibt und den Taufiq die Möglichkeit gibt, dass wir inshallah auch so danach handeln. Und ich wünsche euch inshallah eine gesegnete Nacht. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan, alhamdulillahi rabbil alamin. Und ich danke euch. Und ich bin mir nicht sicher, ob ich morgen inshallah live komme. Wenn nicht, dann irgendwann in den folgenden Tagen, spätestens am nächsten Wochenende inshallah. Und ja, wenn vielleicht ein Lockdown jetzt ansteht, vielleicht gibt es auch noch ein bisschen mehr Predigten inshallah. Möge Allah uns das Beste geben in Din und Dunya und Akhira, uns allen und allen Geschwistern, Muslimen überall auf der Welt beistehen, alle Kranke heilen und alle Bedürftige speisen und ihnen Geduld schenken. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala jedem, der geprüft wird, auf egal welche Art und Weise, beistehen und standhaft machen. Jazakumullahu khairan, barakallahu fikum, subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amin, amin, wa'ash.